herzlich willkommen hier heute Abend, am Montagabend im Jüdischen Museum Berlin. Und die Bude ist voll. Das freut mich sehr. Mein Name ist Leontine Meyer vom Mensch und ich bin die Programmdirektorin des Hauses. Und heute Abend habe ich 5 Gäste, die über Luther, Rosenzweig und die Schrift lesen und auch sprechen und mit ihnen diskutieren werden. Und darauf freue ich mich sehr. Ich werde nicht ganz lange reden, aber ich muss doch auch kurz offiziell begrüßen. Sie wissen, wie das geht. Aber dann fängt es wirklich an. So, ich verspreche es, ich mache es nicht zu lang. Luther, Rosenzweig und die Schrift. Und wir wollten nicht zu Luther und die Juden und Luther und der Antijudaismus reden. Aber im Geleitwort zu Band weist Margot Kessmann auf sehr interessante Weise unter anderem auf die unheilvolle Folge von Luthers Antijudaismus, Antisemitismus hin. Und dies bis in die jüngste Vergangenheit. Und natürlich ist es immer mit dabei. Das Buch Luther, Rosenzweig und die Schrift, ein deutsch-jüdischer Dialog. Gestern, und ich weiß nicht, wer von Ihnen auf Facebook ist, aber gestern gab es eine ganz interessante Diskussion auf Facebook. Eine sehr lebendige Diskussion auch auf Facebook, ob der heutige Abend eigentlich ein deutsch-jüdischer, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, also das ist total interessant, ich fand das höchst spannend, ob es ein deutsch-jüdischer Dialog oder ein christlich-jüdischer Dialog eigentlich sein sollte. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und wahrscheinlich ist es beides. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich am Ende des Abends auch ein bisschen schlauer. Und deshalb finde ich es so spannend, dass wir dieses Buch zu diesem Thema und diesem Abend zu unserem Beitrag des Lutherjahr gewählt haben und dass es hier bei uns stattfindet. Herausgeber des Buches ist Mischa Brumlik, dem 2016 die Bube-Rosenzweig-Medaille verliehen wurde und der zurzeit die Rosenzweig-Professur in Kassel innen hat. Professor Mischa Brumlik ist emeritierter Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und seit Oktober 2013 Senior Advisor am Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Ganz viele Sachen hat er auch noch gemacht. Von 2000 bis 2005 Leiter des Fritz-Bauer-Instituts, auch in Frankfurt am Main. Stadtverordneter der Grünen, das fand ich auch ganz interessant, von 1989 bis 2001. Mitherausgeber von Babylon, Beiträge zur jüdischen Gegenwart. Und Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik, Autor und regelmäßiger Kolumnist der Taz, Gott und die Welt. Und ich fand ein sehr schönes Zitat aus dem Vorwort, wiederum von Margot Kessmann. Und das fand ich so schön, ich dachte, ich lese das mal vor. Brumlik ist ein Querdenker mit Sinn für die Wurzeln. Das gefällt mir. In gewisser Weise ist er ein Seismograph für die Suche nach jüdischer Identität in Deutschland nach der Shoah. Es gibt eine kreative Kraft der Differenz, die Menschen aufschreckt und anregt, neu zu denken. Alle Achtung. Mischa Brumlik und das Jüdische Museum. Ich habe mal geschaut, weil ich bin die neue Programmdirektorin. Was ist eigentlich das Verhältnis, die Beziehung zwischen Mischa Brumlik und das Jüdische Museum, der ist sehr lang. Eine ganz lange Liste von Auftritten im JMB. Und ich kann, glaube ich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass er, außer vielleicht das Jahr 2015, in jedem Jahr seit der Eröffnung des Museums am Haus in eine öffentliche Veranstaltung war. Oder besser gesagt,
dass er das Haus seit der Eröffnung stetig begleitet und bei fast allen Meilensteinen beteiligt war. Sei es Begleitprogramme zu großen Ausstellungen, das 10-jährige Jubiläum des Museums, die Eröffnung der Akademie oder das Gespräch mit Judith Butler. Lieber Herr Brumlik, vielen Dank dafür. Eine sehr beachtliche Liste. Und ich hoffe, liebe Micha, und jetzt duze ich mal, du bleibst das Haus auch in der Zukunft verbunden. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend und du wirst dann die Protagonisten weiter vorstellen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ich freue mich und ich hoffe, Sie auch. Ja. Ja, liebe Leontine, vielen Dank. Ich hätte Ihnen noch stundenlang weiter zuhören können, aber wir müssen ja unser Programm abwickeln. Ja, also ich darf, bevor ich Sie noch einmal sehr herzlich begrüße, nicht zuletzt unsere Verleger Irmela Rütters und Axel Rütters begrüßen, die uns diesen jüdischen Beitrag zum Lutherjahr ermöglicht haben. Wir wollen jetzt so verfahren, dass noch ein paar ganz kurzen einleitenden Worten von mir. Vorher will ich natürlich unsere Beiträgerinnen und Mitstreiterinnen hier vorstellen. Jede etwa 10 Minuten lesen wird und wir dann in eine hoffentlich angeregte Diskussion zum Thema kommen. Nachher wollen wir das Plenum, das Podium dann für Sie öffnen und erhoffen von Ihnen Fragen, und ich sage es ausdrücklich, Sie müssen keineswegs nur Fragen stellen, Sie dürfen auch Gegenstatements, wenn Sie nicht zu lange sind, uns zu Gehör bringen. Nun, also wie Leontine von Mentz schon sagte, ist das ein, wenn nicht der jüdische Beitrag zum Lutherjahr. Und mein Motiv, als ich darüber mit unseren Verlegern ins Gespräch kam, so einen Band zu machen, war die Kluft zwischen den Zeiten. Ich habe versucht nachzuvollziehen und zu verstehen, wie es sein konnte, dass Jüdinnen und Juden Martin Luther, der mir jedenfalls inzwischen immer stärker als Urheber nicht nur des Antijudaismus, sondern des deutschen Antisemitismus bekannt geworden ist, das und warum der von bedeutenden jüdischen Denkern, um nur Heinrich Heine und Franz Rosenzweig zu nennen, wie es kommen konnte, dass wir das heute so anders sehen. Natürlich, viel hängt mit dem Nationalsozialismus zusammen. Und manchmal habe ich mich gefragt, was Heine oder Luther gesagt hätten, wenn sie das folgende, wenn wir das jetzt sehen können, Wahlplakat gesehen hätten. Kriegen wir nicht. Doch, das NPD-Plakat aus Sachsen-Anhalt. Sofort weg. Sofort weg, genau. Sie haben es gesehen. Entsorgen. Und jetzt könnte man sich fragen, haben die nicht auch manchmal recht? Wenn ja, warum ja? Wenn nein, warum nicht? Lassen Sie mich kurz 2 Bemerkungen vorlesen, dann stelle ich Ihnen die Mitstreiter vor. Also 1926, als sein Aufsatz Die Schrift und Luther erschien, war Franz Rosenzweig bereits seit 1920 an progressiver Muskellähmung erkrankt und konnte seine Texte nur noch mit einer Spezialschreibmaschine, später gar nur noch mit der Bewegung seiner Augenlider diktieren. Gleichwohl verfasste er in jenen Jahren der fortschreitenden Krankheit nicht nur eine Übersetzung von Gedichten Judah Alefis, sondern auch gemeinsam mit Martin Buber eine Verdeutschung der Schrift der Hebräischen Bibel. Und Rosenzweig, der zunächst als deutscher Patriot in den Ersten Weltkrieg gezogen war und Anhänger von Friedrich Naumanns Plänen für ein von Deutschland als Hegemon regiertes Mitteleuropa war, wandte sich in den 1920er Jahren als Mitglied des Frankfurter Jüdischen Lehrhauses allmählich dem Zionismus zu.
in seinem auf dem Krankenlager verfassten Aufsatz, Ansatz 26, die Schrift und Luther, erscheint Luther zunächst als sprachliches Genie. Ein zweiter genauerer Blick offenbart freilich, davon handelt mein Aufsatz, dass Rosenzweig hier nicht nur ein sprachphilosophisches, sondern auch ein politisches, man möchte sagen, sein eigenes politisch-existenzielles Problem verhandelt. Auf jeden Fall, dieser 1926 publizierte Aufsatz ist nur der letzte reife Ausdruck eines geistigen Ringens, das Rosenzweig seit langem beschäftigt hat. Rosenzweig hat in dieser Schrift von der heiligen Hochzeit, vom Hieros Gamos zwischen Deutschtum und Judentum geschrieben. Das war im Jahr 1926. Immer wieder hat er auch seiner geliebten Freundin, der Frau von Eugen Rosenstock, in dieser Hinsicht Briefe geschrieben, etwa schon 1920. Es ist vielerlei zu erzählen. Ich lese viel Luther. Hat Eugen nicht meinen zweiten und vierten Band mitgenommen? Sieh mal rein, er ist doch ein ganz großer Mann, nämlich Luther, ein größerer Deutscher also. In jedem Wort steckt er ganz drin. Und nun ist es so, dass es tatsächlich auch schon damals eine Fülle von Juden verfasster Übersetzungen der Lutherbibel gegeben hat. Auch dazu äußerte sich Rosenzweig, und damit will ich meine einleitenden Worte auch schon beschließen. Ich, so Rosenzweig, begegne dabei dem Problem der jüdisch revidierten Lutherbibel. Und das ist nämlich die einzige Möglichkeit einer jüdischen Bibelübersetzung ins Hochdeutsche. Nur ins Ostjüdische lässt sich neu übersetzen. Das weiß aber noch kein Mensch, soweit Rosenzweig. Und dabei ist unter Ostjüdisch in diesem Zusammenhang nicht etwa das Jiddische gemeint, sondern eine bestimmte Weise des Denkens und Lebens. Luther war für ihn die Brücke, wenn Sie so wollen, das Hochzeitslager zwischen Deutschtum und Judentum. Und das hat er ungefähr so charakterisiert und im Sprechen und Hören zwischen den Völkern nicht, dass die Übersetzung keine Übersetzung ist, sondern entweder das Original, womit dann das hörende Volk überflüssig würde, oder ein neues Original, womit dann das sprechende Volk abgetan wäre. Ende des Judentums? Was meinte Rosenzweig? Darüber werden wir sprechen. Wir hören und diskutieren mit Irmela von der Lühe, emeritierter Professorin für Germanistik, so heißt das noch, an der Freien Universität, eine Spezialistin und Verfasserin wichtigster Bücher zu Thomas Mann und den Seinen. Mehr sage ich jetzt mal nicht, sonst würden wir viel mehr Zeit gebrauchen. Neben ihr sitzt Gesine Palmer, ihres Zeichens Theologin. Ich habe sie an der Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg kennengelernt. Sie hat sich mit dem Judenbild der englischen Aufklärung John Toland auseinandergesetzt. Und darüber werden wir vielleicht in der Diskussion etwas hören, mit Franz Rosenzweigs Haltung zum Islam, die wir heute wahrscheinlich nicht so gerne hören würden. Hier sitzt neben mir Professor Rabbiner Walter Homolka, der Gründer und Direktor des liberal-jüdischen Abraham-Geiger-Kollegs, der Vorsitzende der Ernst-Ludwig-Ehrlich-Stiftung und gegenwärtig mit dem Ehrenamt eines Vorsitzenden der Allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland betraut. Und ganz rechts Christoph Kasten, der am Zentrum für jüdische Studien lehrt und forscht und an einer größeren Arbeit, und daraus werden wir etwas hören, über Franz Rosenzweig sitzt. Und wir fangen alphabetisch an mit H. Lieber Walter, ich darf dich bitten, ein Stück vorzutragen. Ja, lieber Micha, du hast ja schon darauf hingewiesen,
An Martin Luther haben sich auch jüdische Geister immer abgearbeitet und es ist eben von großer Spannung zu sehen, wie gut viele Juden Luther eben auch fanden. Und das, der Sache bin ich etwas nachgespürt in meinem Beitrag und versuche Ihnen die Ambivalenz beispielhaft vor Augen zu führen. Wer immer aus irgendwelchen Motiven gegen die Juden schreibt, glaubt das Recht zu besitzen, triumphierend auf Luther zu verweisen, befand vor gut 100 Jahren der junge Rabbiner Reinhold Levin, 1888 geboren, 1943 gestorben. Als 1911 Levins preisgekrönte Inauguraldissertation Luthers Stellung zu den Juden, ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Deutschland während des Reformationszeitalters erschien, war dies die überhaupt erste wissenschaftliche Monographie zu diesem Thema, die auf der Durchsicht aller Schriften des Reformators beruhte. Levin machte in seiner Arbeit das Schwinden von Luthers Konversionshoffnung für dessen Abkehr von seiner anfänglich toleranten Haltung gegenüber den Juden verantwortlich. Martin Luther ist Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Legitimationsfigur des Antisemitismus geworden. Es gab aber schon zu Lebzeiten des Reformators auch jüdische Stimmen zu seinem Wirken und zu seiner Wirkung. Als eine der ersten jüdischen Reaktionen gilt die des aus Spanien stammenden Jerusalemer Kabbalisten Rabbi Abraham ben Eliezer Halevi, der im 15. Jahrhundert gelebt hat, bis 1528, der in einem Brief von 1525 Luther als denjenigen beschrieb, der die Christen zum wahren Glauben zurückbringen würde, quasi also als Wegbereiter des Messias. Auch wenn diese messianischen Hoffnungen enttäuscht wurden und die anfängliche Sympathie bald schwand, Luther hatte in seiner Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, von 1523, eine unerhört neue Position vertreten. Als er sich zunächst in die Lage der Juden in Deutschland versetzte und schrieb, und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätte gesehen, dass solche Tölpel und Knebel den christlichen Glauben regieren und lehren, so wäre ich eher eine Sau als ein Christ geworden. Da weckte das bei den Juden in den deutschsprachigen Ländern zunächst große Hoffnungen auf eine Verbesserung ihrer Lage. Das war ein Wort, wie es die Juden seit einem Jahrtausend nicht gehört hatten, urteilte der Historiker Heinrich Grätz. Doch dann empfand Luther das Festhalten der Juden an ihrem Glauben als Infragestellung des eigenen Glaubensangebots, was später mit zu seinen starken Ausfällen gegen ihre Verstocktheit führte, so zu seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen von 1543. Noch im selben Jahr fand eine umfassende Vertreibung aus dem Kurfürstentum Sachsen statt, wo die harte Einstellung des Reformators gegenüber den Juden dominierte. Bei der Vertreibung aus dem lutherischen Braunschweig berief sich der Stadtrat 1546 ebenfalls auf Luthers Judenschriften. Zuvor hatte als erster protestantischer Landesherr der hessische Landgraf Philipp der Großmütige das jüdische Leben mit einer Judenordnung reglementiert. Rabbiner Abraham Geiger, 1810 bis 1874 lebend, kommentierte die Wirkung des Reformators folgendermaßen: So darf es uns denn auch nicht befremden, wenn das befreiende Reformationswerk in seiner Heimstätte sich sehr bald zur dogmatischen Formel verengt, dass wir fast glauben müssen, es sei hier keine Befreiung vor sich gegangen, sondern nur Fessel mit Fessel vertauscht worden. Das Volksleben sei nicht erfrischt worden, vielmehr habe ein kleinlicher Geist dasselbe verunreinigt und zerfleischt.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Luther im Zuge der jüdischen Aufklärung zum Symbol und Ausgangspunkt geistiger Freiheit. Jüdische Reformer wie Saul Ascher 1767 bis 1822 begriffen ihn als Wegbereiter für Emanzipation und Erneuerung des Judentums. Die jüdische Lutherverehrung erinnert damit sehr an die Begeisterung für Friedrich Schiller. Für viele deutsche Juden war Luther zum deutschen Nationalhelden geworden. Und als Rabbiner Abraham Geiger 1855 Paris besuchte, verglich er den Pantheon mit der Walhalla und beklagte, dass König Ludwig von Bayern dort ein schlechtes Totengericht gehalten hätte. Ich zitiere Abraham Geiger: Martin Luther wurde aus der Reihe der großen deutschen Männer ausgeschieden. Dem Mann, der mit dem Hammer seines Geistes, so Geiger, die alte Form zertrümmert, die geistliche Bevormundung beseitigt hat, werde sein Platz in der Ehrenhalle des deutschen Volkes und der Menschheit auch dann noch einnehmen, wenn auch sein religiöser Standpunkt längst überschritten ist. Für Heinrich Heine war Luther Wegbereiter einer bevorstehenden deutschen Revolution. So Heine: Ja, kommen wird auch der dritte Mann, der da vollbringt, was Luther begonnen, was Lessing fortgesetzt und dessen das deutsche Vaterland so sehr bedarf. Der dritte Befreier, Luther, Lessing, Lühe vielleicht, ja. Wie ambivalent seine Haltung gegenüber Luthers Wirkung denn aber ist, wird in der Reihung von Paradoxa deutlich, mit der er den Reformator zu fassen versucht. Ich zitiere: Er war ein kompletter Mensch, ich möchte sagen ein absoluter Mensch, in welchem Geist und Materie nicht getrennt sind. Ihn einen Spiritualisten zu nennen, wäre daher ebenso irrig, als nennte man ihn einen Sensualisten. Wie soll ich sagen, er hatte etwas Ursprüngliches, Unbegreifliches, Mirakulöses, wie wir es bei allen providenziellen Männern finden, etwas schauerlich Naives, etwas tölpelhaft Kluges, etwas erhaben Borniertes, etwas unbezwingbar Dämonisches. Heines Ruhm dem Luther, Ausrufezeichen, unterscheidet ihn von Ludwig Börne, der Luther der Lähmung des deutschen Patriotismus zieht. Für ihn war die Reformation die Schwindsucht, an der die deutsche Freiheit starb, und Luther war ihr Totengräber. Sicherlich führt keine direkte Linie von Luthers Judenschriften zu Hitler und zur Shoah. Eine Linie lässt sich allerdings ganz sicher ziehen, und sie ist tragisch. Und ich komme zurück auf unseren Protagonisten vom Anfang. Rabbiner Reinhold Levin, Verfasser der ersten jüdischen Monographie über Luthers Stellung zu den Juden, wurde im März 1943 mit seiner Frau Evi und zwei Kindern von Breslau nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Dankeschön. Christoph. Mein Beitrag. Geht das? Ja. Mein Beitrag in dem von Michael Bromlich herausgegebenen Band mit dem Titel Mit Luther gegen Luther widmet sich der Beziehung zwischen zwei bedeutenden deutsch-jüdischen Intellektuellen, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts anhand ihrer jeweiligen Auffassung von Martin Luther darüber diskutierten, ob eine moderne Bibelübersetzung ins Deutsche zu ihrer Zeit überhaupt möglich sei und welche Funktion allgemein der Religion in der Moderne dabei zukomme. Franz Rosenzweig und Siegfried Krakauer. Im Jahre 1926 entbrannte zwischen beiden eine Debatte um den Status des Archaismus in Form und Inhalt von Martin Bubers und Franz Rosenzweigs gemeinsam unternommener Verdeutschung der Schrift. In dieser Debatte ging es nicht nur um Fragen des Übersetzens des biblischen Textes, sondern sie reichte weit darüber hinaus. Sie stellte den Versuch dar, nach Antworten auf Fragen einer Begründbarkeit von Wahrheit in der Moderne zu suchen.
Die Figur Martin Luther oder der Figur Martin Luthers kam dabei eine zentrale Stellung zu. Er wird in der Diskussion zur Chiffre der Wahrheitsfrage und zum kontinuierlichen Beziehungspunkt dieser Debatte, anhand der sich aufzeigen lässt, wie Intellektuelle in der krisenhaften Nachkriegsgesellschaft der 1920er Jahre darum rangen, gültige Antworten auf die politischen und gesellschaftlichen Erschütterungen ihrer Zeit zu formulieren. In einer Situation sozialer Desorganisation nach dem Ersten Weltkrieg waren der Hunger nach Ganzheit und die aufkommenden Verhaltenslehren der Kälte Reaktionen auf den Verlust gesellschaftlicher Instanzen von unumstrittener Geltung und der in ihnen manifestierten Wertevorstellungen. Die Epoche der Neuausrichtung jüdischer Identität in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der auch diese Debatte ihren Platz hat, ist ein vielschichtiges Phänomen, in dessen Kontext unter anderem die sogenannte jüdische Renaissance gefasst wird, der auch Martin Buber und Franz Rosenzweig zugerechnet werden. Für viele ihrer Angehörigen war die Erfahrung des Ersten Weltkriegs prägend und damit auch die Krise einer jüdischen Emanzipation in Deutschland, die sich beispielsweise in der sogenannten Judenzählung in der deutschen Armee von 1916 ausdrückte. Rosenzweig antwortete auf diese Krise des liberalen Emanzipationsversprechens für die Juden im und nach dem Ersten Weltkrieg mit seinem Projekt einer kulturellen Regeneration des Judentums, eben auch in Form der Neuübersetzung der Bibel. Ein früher Kritiker dieses Projekts war Siegfried Krakauer, der zu jener Zeit als Redakteur der Frankfurter Zeitung tätig war und sich mit seinen Kultur- und Gesellschaftskritiken einen Namen machte. Ende August 1923 bemerkte Krakauer in einem gemeinsam mit Theodor W. Adorno verfassten Brief an Leo Löwenthal Folgendes über Franz Rosenzweigs Hauptwerk »Der Stern der Erlösung«, das dieser zu großen Teilen im Ersten Weltkrieg konzipierte und 1921 veröffentlichte. Zitat: »Mit dem Rosenzweigschen Erlösungsstern bin ich zu Ende. Es ist doch ein Schmarren. Die richtige Apotheosenphilosophie, die mit dem Nichts anfängt und mit dem Hab Sonne im Herzen schließt. Ich verachte diese Sorte von Philosophie, die aus dem Hymnus ein System macht und um dieses Systems willen die tollsten Konstruktionen sich beifallen lässt, etwa Rosenzweigs Unterscheidung von Judentum und Christentum und von Schöpfung, Offenbarung und Erlösung, Begeisterungstöne Sabbat, die einen Hund erbarmen. Rosenzweig ist und bleibt als Denker Idealist, wenn nicht Überidealist, davon erlöst ihn auch sein Stern nicht. Wie ich auch trotz Gershom Scholem und seinem Bruder Walter Benjamin kaum glaube, dass sein Buch irgendwann einschlägt, da lobe ich mir doch die Vereigentlichkeit. Zitat Ende. Hier kommt bereits der ironisch-kritische Ton zum Ausdruck, den Krakauer in seiner Fundamentalkritik der Bibelübersetzung von 1926 beibehalten wird. Gegen das Buber-Rosenzweigsche Unterfangen einer Neuübersetzung brachte zuerst Krakauer Luther und dessen Bibelübersetzung ins Spiel. Die Lutherbibel sei, so Krakauer, Zitat, revolutionärer Prozess gegen die kirchlichen Missstände gewesen, insofern mit diesen auch die ökonomischen und gesellschaftlichen Missstände seiner Zeit angegriffen wurden. Da in Luthers Epoche die Legitimation religiöser und politischer Herrschaft durch die enge Verbindung von Religion und Politik aneinander geknüpft war, wirkte Luthers Übersetzung gleichzeitig als Angriff auf die kirchlichen und die herrschenden politischen Ordnung. Das Religiöse wurde dabei von Luther, gemäß Krakauer, insofern profaniert, als es der Deutungshoheit der konservativen kirchlichen Mächte enteignet wurde. Die deutsche Übersetzung Luthers, die die Bibel nun allgemeinverständlich für alle machte, zielte, so Krakauer, notwendig auf eine Infragestellung der bestehenden religionspolitischen Ordnung und war damit innerhalb eines religiösen Lebenskosmos ein subversiver Akt, da Luther mit der Modernisierung der Bibel die gesellschaftlichen Zustände seiner eigenen Zeit modernisierte. Diese besondere historische und politisch-theologische Konstellation bei Luther, in der der politische Kampf innerhalb der religiösen Ordnung erfolgte, da beide Sphären noch nicht voneinander getrennt existierten, sei aber gemäß Krakauer nicht mehr wiederholbar, da sich die historischen, politischen und auch theologischen Voraussetzungen seitdem radikal verändert hätten und im Staat die Trennung von Religion und Politik vollzogen wurde. Indem nun aber Rosenzweig und Buber mit ihrer Übersetzung das eigentlich Unwiederholbare wiederholen, werde das Religiöse entgegen der bestehenden Wirklichkeit künstlich mit Bedeutung aufgeladen und damit die eigentlichen Probleme der Wirklichkeit nicht länger berührt. Krakauer wirft Buber und Rosenzweig
vor die Wirklichkeit in religiöse Sphären zu verorten und dadurch gleichsam die realen politischen Verhältnisse unangetastet zu lassen und lediglich einen imaginären Raum des religiösen Eskapismus zu schaffen, aus dem heraus eine politische Intervention unmöglich sei. Denn, so Krakauer, Zitat, das Profane ist den theologischen Kategorien längst entwachsen, die es zur Reformationszeit noch annähernd decken konnte. Zitat Ende. Insofern Buber und Rosenzweig diese historischen Veränderungen nicht reflektierten, waren sie für Krakauer schlicht naiv. Indem sie eine durch die Wirklichkeit überholte Sprache resakralisierten und ihr damit einen quasi überholten Gehalt zurückgeben wollten. Für Krakauer lässt sich in der Moderne, Zitat, die Wirklichkeit allein auf dem Weg durch die Unwirklichkeit des Profanen hindurch erlangen. Zitat Ende. Und die Bibel könne daher heute nicht mehr mit dem Anspruch einer Wirklichkeitsbegründung übersetzt werden. Rosenzweigs Wertschätzung für Krakauer hielt sich derweil ebenfalls in sehr engen Grenzen. Er bezeichnete ihn abschätzig als Frankfurter Zeitungsschmock, Zaunkönig und halbgarer Mensch und rechnete ihn den jüdischen Lutherrittern zu. Gemeinsam mit seinem Freund Martin Buber erwiderte er auf Krakauers Kritik kurze Zeit nach ihrem Erscheinen eine Replik in der Frankfurter Zeitung und warf dem Kritiker absolute Unkenntnis der Materie vor. In einem Brief aus dieser Zeit schreibt er an Buber, Zitat, im Grunde ist ja die allgemeine Entrüstung über uns nur eine über den Urtext. Es ist furchtbar komisch, wie auch dieser Ritter, gemeint ist Krakauer, gar nicht erwägt, dass all die Sachen, die ihm unangenehm auffallen, im Text stehen könnten. Ganz naiv nimmt er Luther für das Original. Dabei bin ich aber fest überzeugt, er hat die Genesis bei Luther noch nie gelesen. Komische Leute, diese Juden, die sich in die Seele eines bibelfesten protestantischen Mütterchens hineinrüsteten. Zitat Ende. Dass Rosenzweig Krakauer zudem in religiösen Fragen nicht wirklich ernst nahm, zeigt sich bereits in einem Brief an Buber vom Oktober 1922, in dem es um Seminarangelegenheiten des jüdischen Lehrhauses in Frankfurt ging. Hier bemerkt Rosenzweig ironisch, und noch mal ein Zitat, und dann erfahren wir zum so und so vielten Male von Krakauer, dass wir in einer zerborsteten, zerbrochenen, zersplitterten und chaotischen Zeit leben, aus der ein religiöses Suchen sehnsüchtig sich die Finger leckt, nach jener großen, schönen, runden Einheitstorte, die im Mittelalter ein gütiger Konditor einer gottnahen Menschheit fertig ins Haus lieferte, zum Weltanschauungsnachtisch. Zitat Ende. Diese Überzeichnung Krakauers, der immer nur den einen Gedanken der transzendentalen Obdachlosigkeit und der damit zusammenhängenden individuellen Suche nach Religiosität in der Moderne aufwärme, mache ihn in den Augen Rosenzweigs zu einem Langeweiler an religiösen Fragen. Rosenzweig aber geht es im Gegensatz zu Krakauer um die Wirklichkeit der Offenbarung, ums ereignishafte Dasein in der Gott-Mensch-Beziehung und damit nicht um Religion als Lückenbüßer für den verlorenen mittelalterlichen Religion und das Lebenskosmos. In Bezug auf Luther stimmt Rosenzweig mit Krakauer darin überein, dass eine Übersetzung der Bibel, wie sie Luther unternahm, nicht wiederholt werden könne und folgt damit Krakauers Argumentation einer Einmaligkeit von Luthers Übersetzung in Bezug auf die deutsche Nationalgeschichte. Andererseits verschafft er sich gegen Krakauer durch diese Anerkennung gleichzeitig eine Legitimation seiner eigenen Übersetzung. Ein Unterfangen, das Erstere als Unmöglichkeit zurückwies. Denn Rosenzweig stellt die Einmaligkeit von Luthers Übersetzung nicht in Frage, sondern sich im Gegensatz zu ihr. Was aber könnte für Rosenzweig eine Neuübersetzung der Bibel dann konkret rechtfertigen? Die Antwort, die Rosenzweig gibt, betrifft die seit Luther erfolgte und von ihm so bezeichnete Transformation des Glaubens in der Moderne. Während Luthers, so Rosenzweig, Glaubenswünschelrute in einem noch mittelalterlichen Wahrheitskosmos den gläubigen Menschen eine klare Orientierungshilfe in der Schrift und seiner Zeit bot, sei in Rosenzweigs eigener Zeit hingegen die Glaubensorientierung in die Krise geraten. Für Rosenzweig zeichnet sich die Situation des modernen Menschen dadurch aus, dass er kein Gläubiger, aber auch kein Ungläubiger ist. Und das war auch ein Zitat von Rosenzweig. Und damit zugleich glaubt und zweifelt. Statt eine klare Orientierung fände sich bei ihm vielmehr eine unentschiedene Bereitschaft. Im Sinne des lutherischen Übersetzungsverständnisses, einer im ständigen Fluss bleibenden Sprache, müsse sich daher eine Erneuerung entgegen Luthers festgeschriebener und überholter Glaubensorientierung erfolgen. Rosenzweig modifiziert die bisherige jüdische Lutherrezeption,
indem er sich ausschließlich mit Luthers Umgang mit der Sprache und seiner Leistung für die hebräische Bibel beschäftigte. Auf diese Weise intendierte er, die Grenzen und Einseitigkeit von Luthers Verwendung der jüdischen Tradition aufzuzeigen, der die jüdische Tradition ausschließlich in Richtung des christlichen Messias Jesus Christus deutete. Vielen Dank. Herr Müller. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gehört, es gibt einen scharfen Kritiker, er ist nicht der Einzige, der Buber-Rosenzweig'schen Übersetzungsanstrengung in Gestalt von Krakauer. Ich beginne mit einem Zitat, das Ihnen verdeutlichen kann, auf wie viel euphorische Zustimmung nicht nur Rosenzweig Bubers Übersetzungsversuch, sondern insbesondere jener kleine Text stieß, von dem wir hier heute reden, nämlich eben diese berühmte Studie aus dem Jahre 1926 von Franz Rosenzweig, Die Schrift und Luther, die ja am Anfang des hier vorzustellenden Buches auch noch mal ganz neu Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Ich zitiere Margarete Sußmann, wenig überraschend, die kurz nach Erscheinen der erwähnten Studie 1926 in der berühmten Monatsschrift der Juden in Deutschland, gemeint ist selbstverständlich Der Morgen, Franz Rosenzweigs schmales Buch unumwunden als eine philologische Arbeit bezeichnet. Dergleichen interessiert Philologinnen. Und ich zitiere mal Sußmann wörtlich. Wenn man Philologie als lebendige Wissenschaft, als ein umfassendes Ganzes des Wissens, als Wissen vom Leben des Geistes selbst kennenlernen will, lese man dieses kleine Werk, das in knapper, markiger Sprache auf 50 Seiten in der Entwicklungsgeschichte der Übersetzung die Geschichte der Menschensprache und damit des Menschengeistes selbst in seinem Verhältnis zum Ganzen des Lebens, also in seinem Glaubensverhältnis, umreißt. Zitat Ende. Philologie als lebendige Wissenschaft und als Wissen vom Leben des Geistes definiert zu finden und daran anknüpfend die Entwicklungsgeschichte der Übersetzung, von der Franz Rosenzweig in seinem Büchlein 1926 in der Tat thesenfreudig handelt, als Geschichte der Menschensprache und damit des Menschengeistes beschrieben zu sehen, das ist aus heutiger Sicht, Sie werden es mir glauben, eine sehr seltene Ehrenerklärung für die Philologie. Für eine Disziplin also, die seit einigen Jahrzehnten eher durch die Tendenz zur Applikation von immer schneller wechselnden modischen Theorien und Terminologien auffällt und kaum mehr als das wahrgenommen wird, was sie ursprünglich einmal war. Eine Wissenschaft von der Entwicklung, Veränderung und Erneuerung der Sprachen, wie sie sich vorzugsweise in literarischen, aber natürlich auch in außerliterarischen Texten und in ihren Kontexten studieren lässt. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht erörtern, ob Margarete Sußmann, deren intellektuelle und spirituelle Verbindung zu Franz Rosenzweig einer ganz eigenen Darstellung bedürfte, die im Übrigen Elisa Klappbeck vorzüglich geleistet hat, ob Sußmann Rosenzweigs Sicht auf Luthers Übersetzungswerk treffend erfasst hat. Tatsache ist, dass sie die philologisch-übersetzungstheoretische Bedeutung dieses, das muss man mal sagen, gelegentlich auch durchaus dunklen Essays betont und dass sie damit einen ebenso irritierenden wie originellen Konnex herauspräpariert. Es ist der Konnex, um den es Rosenzweig geht und den man als theologisch-ideengeschichtlichen Spagat zwischen Protestantismus und Hegelianismus beschreiben kann. In Sußmanns Sicht geht es um mehr. Es geht um, so habe ich es auch genannt, Grenzgänge zwischen Philologie und Religion. Zwischen Sprache, wie sie zitiert hat, Menschengeist und Glaubensbindung. Dass es ausgerechnet die Philologie ist, die diesen Konnex ermöglicht und repräsentiert, ich wiederhole mich, das gefällt einer Philologin besonders gut. Und deswegen will ich jetzt drei Aspekte herausstellen, die an Rosenzweigs Text über
Luthers Bibelübersetzung in meiner Sicht wichtig sind und die für den sich in ihm, in diesem Text artikulierenden jüdisch-deutschen Dialog meines Erachtens von entscheidender Bedeutung sind. Es ist ein erstens übersetzungstheoretischer, im engeren Sinne also philologischer Aspekt. Es ist zweitens ein religions- und glaubensgeschichtlicher und es ist drittens ein national- und kulturgeschichtlicher Aspekt. Alle drei Aspekte erläutere ich kurz und schließe mit einem literaturgeschichtlichen Beispiel von einiger Brisanz. Ich halte mich an die Zeit, keine Sorge. Erstens, Rosenzweig beginnt seinen Essay mit einer lakonisch-programmatischen Sentenz, die da lautet: Übersetzen heißt zwei Herren dienen. Also kann es niemand. Also ist es wie alles, was theoretisch besehen niemand kann, praktisch aber jedermanns Aufgabe. Was heißt das? Als Diener zweier Herren ist der Übersetzer gleichermaßen dem Text wie dem Leser verpflichtet, also in eine doppelte Loyalität gezwungen. Er muss möglichst nah am Text bleiben und dem Sprach- und Verstehenshorizont des Lesers doch so nahe wie möglich kommen. Er muss Sinn und Bedeutung zu vermitteln versuchen, obwohl die Ausgangssprache dies eher erschwert, zumal wenn es sich um das Hebräische handelt. Ein besonderes Verdienst der lutherschen Bibelübersetzung ist, das sagt nicht nur Rosenzweig, sondern das sagen natürlich alle, besteht darin, dass Luther auf den hebräischen Urtext zurückging, wie Heine gesagt hat, in die Katakomben eines gemordeten Volkes stieß. Das führt in der Übersetzung zu ungewöhnlich irritierenden Formulierungen, deren Irritationsgehalt freilich nicht nur sprachlicher Natur ist. Luthers vielgerühmtes Prinzip, das Sie alle kennen, man müsse beim Übersetzen dem Volk aufs Maul schauen, stößt also an Grenzen, wenn es um genuine Glaubensfragen geht, die sich ihrerseits nur durch Rückgriff auf den hebräischen Urtext erschließen. Zweitens, da bin ich schon, beim religions- und glaubensgeschichtlichen Aspekt dieser Studie. Mehrfach zitiert Rosenzweig als Beispiel für seine Gedankenführung Luthers Übersetzung des 68. Psalms, wozu es von Luther auch im deutschen Psalter eine eigene kommentierende Erklärung gibt. Den 18. Vers dieses 68. Psalms übersetzt Luther wie folgt, direkt aus dem Hebräischen: Du bist in die Höhe gefahren und hast das Gefängnis gefangen. Gemeint ist es natürlich ungewöhnliches Deutsch, auch schon zu Luthers Zeiten, auch schon zu Rosenzweigs Zeiten, bis heute. Gemeint ist, wie Rosenzweig Luther zitierend ausführt: Du hast die Gefangenen erlöset. Das ist nun aber, so Luther, eine Verharmlosung jenes entscheidenden, tieferen Sinnes, der nur im Hebräischen deutlich werde. Die Erlösung, Befreiung, gilt eben nicht nur den Gefangenen, sie gilt dem prinzipiellen, dem menschlich-irdischen Zustand des Gefangenseins. Auf eine grundsätzliche Befreiung, auf die ewige Erlösung, die allein mit Christus gegeben sei, ziele der Vers. Luthers Kommentar, das ist philologisch und theologisch gleichermaßen brisant, rekurriert anschließend zum Zwecke der Verstärkung des theologischen Arguments auf ein Pauluswort, nachdem Christus mit seinem Tod den Tod erlöst habe und getötet habe. Und eben dieser tiefere, gleichsam christologische Sinn des Psalmverses, der nach einem bestimmten Interpretationsverfahren, das wir alle kennen, im Alten immer schon die Präfiguration des Neuen Testamentes erkennt, in eben diesem christologischen Sinne findet sich von Rosenzweig keineswegs kritisiert, sondern selbstverständlich zitiert eine Nutzung des hebräischen Urtexts zur Plausibilisierung genuin christlicher Erlösungs- und Gnadentheologie. Das formuliert Rosenzweig wiederum sehr prägnant, indem er das gesamte Übersetzungsproblem in den theologischen Grundsatz, in den theologischen Befund überführt. Luthers, zitiere Rosenzweig, Luthers Glaube bestimmt also bis ins Einzelne, wie die große Mittlerarbeit, gemeint ist die Übersetzungsarbeit, geschieht, wo also das Wort und wohingegen der Hörer in Ruhe gelassen wird.
Was schließt man daraus? Dass der Übersetzungstheoretische durch einen theologischen Grundsatz dominiert wird, durch den im hebräischen Urtext der christliche Erlösungsgedanke gleichsam immer schon präsent ist und durch die Übertragung ins Deutsche im Grunde nur ins volle Licht gerückt werden muss. Das ist, zugespitzt formuliert, ein Versuch oder eine selbstverständliche Verwendung der hebräischen Bibel als Steigbügelhalter für den christlichen Glaubensgrundsatz, für die christliche Glaubensbotschaft. Das ist wiederum für Rosenzweig Richtschnur und Ansporn für die eigene Übersetzungsarbeit, nicht aber Anlass zum Einspruch gegen eine erhebliche, wie man sagen darf, aber traditionsreiche Schieflage im jüdisch-christlichen Dialog. Darüber ist viel zu sagen, machen wir vielleicht nachher in der Diskussion. Dritter und letzter Aspekt. Auf der Grundlage dieses eben rekonstruierten Argumentationsgangs wundert es natürlich nicht, dass Rosenzweig die kultur- und nationalgeschichtliche Bedeutung der lutherschen Bibelübersetzung uneingeschränkt anerkennt. Zugleich aber in dieser Karriere der lutherschen Bibelübersetzung, Begründung der deutschen Sprache als gesprochener Sprache, Entstehung des Deutschen als Literatursprache, denken Sie ans protestantische Kirchenlied und so weiter und so weiter. Also die kulturstimulierende Wirkung und sprachgeschichtlich stimulierende Wirkung der Lutherübersetzung wird von Rosenzweig ganz uneingeschränkt anerkannt, aber mit einem Fragezeichen oder einer Einschränkung insofern versehen, als er hier auch eine Verlustgeschichte diagnostiziert. Auch wenn Luthers Übersetzung eine gewaltige Wirkung ausgelöst habe, Rosenzweig spricht davon, sie habe Kirche, die Übersetzungsarbeit Luthers, Kirche versichtbart, das ist Rosenzweigs Deutsch, sie habe Schriftsprache begründet und sie habe Weltgeist vermittelt. Das ist der immer sichtbare, hörbare, lesbare Hegelianismus Rosenzweigs. Trotz dieser singulären Leistungen sei mit der Bibelübersetzung Luthers eine eigene Art von Gefängnis entstanden. Rosenzweig spricht von einem dreifachen Verhau. Die Neigung zu altertümlichem, archaisierendem Stil in dieser Studie ist an vielen Stellen zu diagnostizieren und zeugt von dem Versuch, den besonderen Status dieser Übersetzung eben auch sprachlich präsent zu machen. Also was ist der dreifache Verhau? Was ist das Gefängnis? Es ist das Gefängnis der Monumentalisierung und der nationalgeschichtlichen Heroisierung eines großen übersetzerischen Werkes. Durch beides, durch Monumentalisierung und nationalgeschichtliche Heroisierung, sei eine unüberwindliche Distanz entstanden zwischen der Glaubensbindung des Übersetzers, dem Offenbarungsgehalt des göttlichen Wortes. Und das heißt, es ist die Stimme des Buches in der Gegenwart nicht mehr hörbar. Alles komme aber darauf an, dass diese Stimme wieder hörbar werde, jetzt kommt das eigene Übersetzungsprojekt, und gerade nicht in einen Raum eingesperrt und gebannt sei. Noch einmal Rosenzweig wirklich. Dies Buch, es allein unter allen Büchern der Menschheit, darf nicht im Schatzhaus seines Kulturbesitzes sein Ende finden, weil es nämlich überhaupt nicht enden soll. In solchen Sätzen artikuliert sich mehr und anderes als fromme Bereitschaft, sich vom Wort Gottes jederzeit neu erfassen und erschüttern zu lassen. Nicht einer bestimmten Frömmigkeitspraxis und Glaubensdemut wird in solchen Sätzen das Wort geredet. Vielmehr ist es für Rosenzweig die Schrift selbst und die in ihr und aus ihr sprechende Stimme, die über alles irdisch-kulturelle hinausragt, von dieser ganz wirklich affiziert scheint. Rosenzweig plädiert damit implizit und explizit, das ist das, was den Krakauer so geärgert hat, implizit und explizit für eine Sicht auf die Schrift, die deren weltgeistaffine Unabhängigkeit, ihre Unverfügbarkeit auch dann noch unterstreicht, wenn er von ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Wirkung für Sprache, Kultur und Volk der Deutschen handelt. Freilich kleidet sich dieses Plädoyer weder in eine theologische Systematik, noch entstammt es der schlichten Applikation der Hegelschen Metaphysik auf Fragen der Übersetzung. Es verfolgt Rosenzweigs Plädoyer in sprachlich-rhetorischer, aber auch in argumentativ-metaphorischer Hinsicht im Grunde eine literarisch
ästhetische Perspektive. Und dafür gebe ich, wie angekündigt, ein kleines Beispiel und bin dann am Ende. Rosenzweig schreibt: Goethes Faust, wie er ihn entworfen und niedergeschrieben hat und wie ihn also der Literaturhistoriker im Kolleg doziert, ist ganz und gar nicht der, den er geschrieben hat. Der ist vielmehr eher der, den ein Schuljunge mit heißen Backen aus dem Reklamheftchen liest. Zitat Ende. Die Behauptung, ein mit heißen Backen in sein Reklamheftchen vertiefter Schuljunge sei nach Haltung, Intention und Gehalt der tatsächlichen Idee von Goethes Faust sehr viel näher als jedes literaturwissenschaftliche Kolleg, diese Behauptung passt bestens zum wissenschafts- und institutionenkritischen Anliegen, das wir von Rosenzweig seit Stern der Erlösung und natürlich auch seit 1921 sein schönes Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand erschien, das wir von ihm kennen. Von der im Übrigen letzter Satz eher weiblichen und daher schon im 18. Jahrhundert heftig kritisierten Lesesucht und dem nun freilich hoch willkommenen Goethe-Kult in den jüdischen Salons erscheinen Rosenzweigs emphatische Behauptungen gleichermaßen weit entfernt. Ja, Gesine, bitte. Ja, ich hoffe, man kann das so hören. Ich bedanke mich erstmal für alles, was schon vorher gesagt worden ist und finde ehrlich gesagt das ganz schön, dass das Alphabet uns so systematisiert hat. Denn das hilft mir, es gibt ein paar Wiederholungen, aber Repetitio est mater studiorum, wie die Lateiner sagen. Also was sich wiederholt, prägt sich ein und ich denke, ich gebe dem anderen noch mal einen etwas anderen Dreh. Mein Beitrag zu dem Buch heißt: Wenn erst einmal die Regel gesichert ist, Rosenzweigs Luther-Rezeption jenseits von Buchvergötzung und Wortverwaltung, beides Wörter von ihm. Als Rosenzweig 1926 diesen Text veröffentlichte, wohl auch in Antwort auf Herrn Krakauers Kritik, hatte er bereits einige Erfahrung mit dem Übersetzen. Dabei hatte sich seine Auffassung von den Texten ebenso radikal dynamisiert wie seine Ideen von Gott, Welt und Mensch im Stern der Erlösung. Dort waren aus den starren Identitätsbehauptungen in Prädikativsätzen verbale, nämlich tu-wortartige Aussagen geworden. Identitätssätze wie Gott ist Liebe hatte Rosenzweig vehement abgelehnt und in eine sehr präzise Vorstellung davon, wie Gott denn tatsächlich Liebe, aufgelöst. Auch etwas anderes war ihm bekannt, nämlich dass wackelige Zeiten den Wunsch nach einfachen Formeln und autoritärer Verkündigung hervorbringen. Auf große, befreiende Gesten kann eine ebenso große Selbstversklavung folgen. Genau das, glaubt er, passiert in der Reformation und durchaus auch der Bibelübersetzung selbst. Alle diese Gedanken bündelt er in seinem Essay Die Schrift und Luther, und das ist meiner Meinung nach eine tief individuell durchdachte und durchgefühlte, zugleich zwanglos universalisierbare Anleitung zum Umgang mit heiligen Texten, und das will ich in einem Close Reading einiger Ausschnitte zeigen. Dieses Problem mit dem Umschlagen von befreienden Gesten in Selbstunterwerfungsgesten hat er zuerst an seinem eigenen Verhalten zu Luthers Übersetzung erspürt. Nicht nur für die Protestanten, sondern durchaus für ihn selbst hatte diese Bibelübersetzung von Luther den Status eines besonders heiligen Buches. Und das versuchte er sich selbst zu erklären. Darum griff er zu dem religionshistorisch schillernden Terminus Hieros Gamos, da ist die erste Wiederholung, heilige Hochzeit, und behauptet, in der Lutherbibel hätten sich das Deutsche und das Hebräische miteinander vermählt. Und da kam er selbst mit seinem eigenen Übersetzungsprojekt kaum gegen an. Und das wird auch in dieser ganzen Schrift bezeugt. Jetzt zitiere ich die Sache mit dem Verhau, wörtlich. So legt sich noch heute und so weit von diesem heute aus ein in diesem Deutschland eingewurzeltes Herz blicken mag und blicken darf, dem Unterfangen einer neuen Bibelübersetzung ein aus drei Einmaligkeiten geflochtener Verhau in den Weg. Einmaligkeit des Kirche Versichtbarenden, Einmaligkeit des Schriftsprache Gründenden, Einmaligkeit des Weltgeist vermittelnden Buchs.
Niedergelegt kann dieser dreifache Verhau nicht werden und darf er nicht. Aber übersprungen werden kann und darf und muss er. Muss er schon, um ohne Gefahr stehen bleiben zu dürfen. Ende des Zitats. Mit der Rede vom Verhau übersetzt Rosenzweig wie nebenbei die alte jüdische Formel von den Mitzvot als einem Zaun um das Gesetz. Er schmuggelt also seine eigene Tradition bereits hier in die Eloge auf das scheinbar so erratische und untrennbare Sprachehepaar. Jedem auch nur halb gebildeten Juden seiner Zeit war die Rede vom Zaun um die Tora bekannt. Das hebräische Wort, das in Übersetzungen der Mishnah als Zaun wiedergegeben wird, Samech Yud Gimel, bezeichnet eigentlich vor allem die Schlacke, die bei der Gewinnung von Silber aus Erz übrig bleibt. Und das deutsche Wort Verhau bezeichnet eben nicht nur, wie allen Weltkriegsteilnehmern bekannt war, unordentlich improvisierte Verteidigungswälle aus Ästen und Draht, sondern es bezeichnet auch die mit Ästen, Schutt und Schlacke befüllten Erzgräben, die vom mittelalterlichen Silberabbau an der Erdoberfläche sichtbar geblieben sind. In der Rede vom Schatzhaus, von der Grubenlampe, vom Umgießen und vom Metallring, ebenso wie in der Rede von den Adern des Textes und dem Graben nach seinem Sinn, zieht sich eine Metaphorik der Edelmetallgewinnung und Verarbeitung durch den gesamten Text. Damit aber auch das Motiv des Götzen schlechthin, des aus gesammeltem Gold gegossenen Kalbes. Schon mit dem Bild der heiligen Hochzeit und mehr noch mit der metallurgischen Sprache führt Rosenzweig das vergötzte Buch ganz tief ins Heidentum hinein und überführt seine Verehrung zugleich einer heidnischen Idee von Heiligkeit. Und er kritisiert den deutschen Reformator, denn dieser habe, Zitat, indem er den Sinn des hebräischen Textes ergründete, doch bei diesem Ergründen nicht hebräisch gedacht. Und auch nicht, wie nachher beim Umgießen des ergründeten Sinns in deutsche Rede, deutsch, sondern lateinisch. Ende des Zitats. Es ist also noch etwas zu tun übrig. Dennoch rühmt er Luther unbefangen für seine Übertragung des biblischen Texts in die deutsche Sprache, also in die der Leser, und nicht in die des Originals. Rosenzweig nennt Luther den ersten Könner dieser Kunst, da die Übersetzung seiner Vorgänger von Latinismen nur so wimmelte. Und er freut sich über die Entdeckung, dass gerade da, wo, Zitat, das Gesagte ganz wichtig, ganz zu uns, zu unserem Gewissen gesprochen ist, wo also die Schrift für ihn, den lebendigen Christen von heute, heute lebendig ansprechendes Gotteswort, lebendige Lehre, lebendiger Trost ist, dass also gerade da für Luther die Notwendigkeit beginnt, im Deutschen der hebräischen Sprache Raum zu lassen. Damit ist, um das auf das Bild zu bringen, der Glaube selbst das Schadchen, der Ehevermittler in dieser heiligen Sprachvermittlung. Auf die Vermählung freilich folgt die Erstarrung. Sobald ein Buch daraus geworden ist, das nun die Herrschaft über die Schriftsprache von Generationen an sich reißt, ist jener göttliche Dialog zwischen Text und Übersetzer, wie Rosenzweig ihn als das Grundereignis von Luthers Bibelübersetzung konzidiert, beendet. Alle nachfolgenden Leser lernen nun nach dieser Übersetzung und stehen damit im Bann einer Situation, in der, Zitat Rosenzweig, die Schrift aus einer Gehilfin der Sprache zu ihrer Herrin geworden ist. Sobald es zum ersten Male ein Buch gibt, das jeder gelesen haben muss, kann, ich zitiere immer noch Rosenzweig, Sprache nicht mehr unbefangen vorwärts gehen und sich die Richtung ihres Weges nicht mehr ausschließlich von dem, was ihr unterwegs begegnet, weisen lassen. Sie muss sich alleweil umschauen, ob sie auch nicht jenen Punkt ganz aus den Augen verliert. Ende des Zitats. Und dieses sich umschauen müssen der Sprache jetzt nach einem einmal definierten Kodexbuch, dieses sich umschauen ist eine zweischneidige Sache. Es bezeugt für jeden Einzelnen einerseits eine Verbindung, eine kulturelle Einwohnung, ein Vorangehen in einer Tradition, eine Möglichkeit, irgendwann auch selbst autorisiert mitzusprechen. Und zugleich ist es ein Hemmnis, eine ungeheure Verlangsamung der Sprachentwicklung. Und das Buch selbst, einst, Zitat, ein Sturm, der das Gewässer des nationalen Lebens auffüllt, ist Besitz geworden und so aufs Neue an die Kette gelegt. Wer einem solchen Besitz dient,
der dient einem Götzen. Das ist eben eine Kritik, die er auch in diesem Text an der Lutherbibel übt. Was Rosenzweig dann dem Luthertum als seine Alternative zur Buchvergötzung zugesteht, trägt dann freilich einen absolut verblüffenden Namen, nämlich Wortverwaltung. In ihrem Bemühen, dem Prediger an Predigerinnen dachte er nicht, für seine Vorbereitung immer den Urtext mit aufzugeben, habe die evangelische Kirche einerseits zwar eine Unterscheidung zwischen Laien und Prediger durchaus gesetzt, sie habe aber durch die Predigt und ihren lebendigen Bezug zur übersetzten Bibel diesen Unterschied zugleich wieder überbrückt. Und so konnte sich zwar das Übersetzungswerk von Luthers persönlichem Glaubensleben lösen und zu einem nationalen Besitz werden, aber zugleich hat die Institutionalisierung des evangelischen Gottesdienstes und seine Wortzentrierung dazu beigetragen, dass, Zitat, der alte, fest umschriebene Glaubensbegriff, der die bis ins einzelne Form bestimmte Kraft der lutherschen Übersetzung war, jederzeit wieder aufbrechen konnte. Und genau das sollte er auch. Nach Rosenzweig. Was immer die späteren Besitzverwalter und Zeitgemäßmacher in nachfolgenden Revisionen der Lutherübersetzung zerstörten, und Beispielen davon widmet Rosenzweig in dem Essay manche sarkastische Seite über die Soße des einen und allgemeinen Polizeisekretärs Deutsch zum Beispiel, es ist schließlich die gottesdienstliche Wortverwaltung selbst, die in der Predigt, wenn diese gelingt, das Mündliche wieder zurückholt und dem Wort die Kraft wieder gibt. Und ich resümiere, als den einzigartigen Zeitpunkt dieser Übersetzung feiert Rosenzweig mit Luthers Bibelübersetzung die Tatsache, dass überhaupt ein Mensch im deutschen Sprachraum und im gesamten großkatholischen Reich ein Verlangen nach solchem Verstehen des Urtextes entwickeln und zu solcher Reife bringen konnte. Das war natürlich für Luther, so sieht er das durchaus ganz klar, kein interesseloses Wohlgefallen an der hebräischen Sprache. Und doch ging es weit über den Wunsch, einen fremden Text den eigenen Interessen dienstbar zu machen, hinaus. Dass Luther, wie Rosenzweig behauptet, der anderen Sprache, dem Hebräischen, gerade da am meisten Raum gibt, wo es ihm um die Basis des eigenen, des christlichen Glaubens geht, genau dies rechtfertigt nun wiederum die Ehemetaphorik. Dem anderen mehr Raum zu lassen, als das eigene Regelwerk es eigentlich erlauben würde, das entspricht dem tiefsten Verlangen Verliebter. Tatsächlich kommt Rosenzweig also mit diesem Text auf die alte Liebeskonstellation zwischen Christen und Juden zurück, die sein ganzes Frühwerk durchzogen hat. Diesmal allerdings weniger bedürftig und deutlicher aus der Position desjenigen, der selbst stark geworden in der eigenen Übersetzungsanstrengung das Bedürfnis im anderen erkennt. Von den gewaltsamen Elementen in Luthers Lehre und Charakter scheint Rosenzweig völlig abzusehen. Er nimmt das Glaubensdrama des Reformators, wie dieser es beschreibt. Ebenso das Übersetzungsdrama, das er mit den viel zitierten Anfangsworten, jetzt wiederhole ich wieder, seines Essays auf den Punkt bringt. Übersetzen heißt zwei Herren dienen, also kann es niemand. Also ist es wie alles, was theoretisch besehen niemand kann, praktisch jedermanns Aufgabe. Genau mit diesem Satz, der ein normativer Satz ist, er sagt, man kann es nicht, und er setzt gegen dieses faktische Nicht-Können das Sollen und schließt im Grunde an Kant an mit Du kannst, denn du sollst. Und schon hat er den Verhau übersprungen, ja, bevor er ihn überhaupt erwähnt hat, indem er nämlich formuliert, die Welt ist nicht als ein einheitlicher Block, ich zitiere ihn hier, und nicht zur Wüste geschaffen, sondern in Scheidungen und nach Arten. Diese aber sind, und das ist das Neue an Rosenzweigs Lehre, das er nun den Deutschen geben will, nicht in Identitätssätzen und vergötzten Büchern zu bewahren, sondern zur Sprache zu bringen, immer neu und in Bewegung zu bringen durch permanentes Übersetzen. Übersetzen, so schreibt er an anderer Stelle, ist Sprechen, und alles Sprechen ist immer schon Übersetzen. Dieses gelingt da, wo die Beteiligten nicht das Erkannte Unmögliche, sondern das Aufgegebene Notwendige von sich selbst fordern. Zitat, also im Sprechen und Hören nicht, dass der andere meine Ohren oder meinen Mund hat, hatten wir auch schon, wodurch freilich das Übersetzen unnötig würde, aber das Sprechen und Hören auch.
und im Sprechen und Hören zwischen den Völkern nicht, dass die Übersetzung keine Übersetzung ist, sondern entweder das Original, womit dann das hörende Volk überflüssig würde, oder ein neues Original, womit dann das sprechende Volk abgetan wäre. Dieses alles ist Übersetzen also nicht. Ich glaube, und das bin jetzt wieder ich, die spricht, ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man Rosenzweigs eigene Verliebtheit in Luthers Übersetzung als eine der treibenden Kräfte in seiner Übersetzungsarbeit ansieht. Vielleicht meinte oder hoffte oder glaubte er sogar, dass er als ein durch die tiefe Auseinandersetzung mit dem Christentum und der idealistischen Philosophie gegangener deutscher Jude nach dem Silberbergbau, den er in Luthers Übersetzung sah, nun als Goldgräber unterwegs war. Und dass er der Silberhochzeit zwischen deutscher und hebräischer Sprache in Luthers Bibelübersetzung nun mit dem eigenen, von Beginn an dialogisch gehaltenen Übersetzungswerk den einmaligen Augenblick einer goldenen Hochzeit vorzubereiten glaubte. Dass diese nicht stattfand, ist bekannt. Dankeschön. Vielen Dank euch allen. Ja, also wie angekündigt, wollen wir vielleicht 1-2 Runden hier auf dem Podium machen und dann wollen wir das zu Ihnen öffnen. Ich würde euch bitten, zu einem etwas unseriösen Gedankenexperiment von mir Stellung zu nehmen. Nun weiß man ja nicht, wie solche Krankheiten verlaufen und man kann sich vorstellen, dass Rosenzweig auch noch bis 1938, 39 gelebt hätte. Am 9. November 1938 hätte er sich die Predigt des thüringischen Landesbischofs Sasse anhören müssen, der gejubelt hat, dass an diesem Tage, dem Geburtstag Martin Luthers, die Synagogen gebrannt haben, würde das doch dem Geist des Reformators entsprechen. Ist dieses Gedankenexperiment überhaupt in irgendeiner Weise sinnvoll? Oder ich könnte es auch schlichter fragen, warum haben eigentlich diese ganzen Leute von Ascher über Heine bis Rosenzweig geglaubt, über Luthers Judenfeindschaft so hinwegdenken zu können? Also ein interessantes Argument ist ja von Dorothea Wendeburg vorgetragen worden, die meint, die judenfeindlichen Schriften Martin Luthers haben gar keine so große Wirkung entfaltet, weil sie erst in der großen Gesamtausgabe, der Erlanger Ausgabe, wieder greifbar geworden wären und deswegen sozusagen Jahrhunderte lang unterschwellig nur da waren. Also ich bin da nicht ganz so überzeugt, denn ich habe ja versucht, deutlich zu machen, dass schon zu Lebzeiten Luthers daraus viel Schlimmes für Juden erwachsen ist, ja. Aber es kann natürlich sein, dass zur Zeit Saul Aschers dieses Moment des Reformators nicht so im Vordergrund stand und dieser Luther, der aus dem Mittelalter befreit, ein gutes Beispiel ist für die eigene Arbeit und für das Sehnen danach vielleicht in einem Nationalstaat auch einen Platz zu erringen. Das kann sein. Ich glaube allerdings doch, dass Rosenzweig sich angeschaut hätte, denn die Wirkung oder dieser Luther, der ist ja im Grunde genommen wie ein Stein mit vielen Facetten. Und jeder, der drauf blickt, der sieht eine bestimmte Brechung. Rosenzweig hatte nun einen sehr gütigen Blick auf Luther. Und deswegen, und Luther ist eben auch einer, der das dann bedient. Wenn jemand wie Leo Beck einen etwas ungnädigeren Blick auf den Reformator wirft, der dann zum Beispiel sagt, ja, eine Lehre, die sagt, fortiter pecker, also sündige fleißig, oder
ja, das macht ja das Gnadenwerk Gottes nur noch größer. Ja, das, der arbeitet dann eben sehr stark heraus, dieses Anti-Idealistische, und sagt ja, darauf beruhen sowohl der Obrigkeitsstaat in der Zwei-Reiche-Lehre und auch dieses Misstrauen gegenüber der persönlichen Fähigkeit zum Guten. Und Luther bedient alle diese Blickrichtungen. Gesine. Ja, ich würde dazu vielleicht erstmal noch eine ganz banale Bemerkung machen wollen, nämlich es war einfach absolut kompakt in der gesamten deutschen Philosophie und Theologie. War es kein besonders hervorstechendes Merkmal, wenn jemand auch eine Schrift hatte, die gegen die Juden wetterte. Das ist ungefähr so gewesen. Also Luthers Äußerungen waren schon sehr krass, aber man hat sich auf ihn berufen als auf einen prominenten Fürsprecher dieser Sasse dort. Natürlich als lutherischer Theologe hat er sich darauf berufen. Aber es gab eben auch diese andere Schrift mit dem geborenen Juden. Und es ist, ich stelle es mir ehrlich gesagt in den 20er Jahren noch so ähnlich vor, wie wenn man als Frau heute Philosophie studiert. Natürlich liest man nicht als erstes alles, was die an Mist über die Frauen und ihre Blödheit geschrieben haben, weil das langweilig und immer dasselbe ist. Ich will aber in eine Bibliothek gehen und dann Dinge lesen, die interessanter sind. Und dann ist das einfach nicht der Punkt. Also ich würde das als sondern wenn ich mir eine Kultur trotz dieses Hindernisses aneignen will, dann gucke ich erstmal auf das, was sie mir überhaupt zu bieten hat. Andererseits war er ja keineswegs blind für den Antisemitismus, an keiner Stelle. Und er war auch nicht unsubtil darin, das Judentum sehr, sehr stark immer wieder ins Recht zu setzen und zu behaupten. Und wie ich das an diesem Verhau-Beispiel versucht habe zu zeigen, überall durch die Sprache auf diffizilste Weise einzuschmuggeln und alles, wirklich alles, anders zu drehen und anders hinzustellen. Und er hat selber auch in den späten 20er Jahren ganz, ganz deutlich gesehen, worauf es hinauslief. Er wurde gefragt, zum Beispiel von 1929 von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, ob nicht die Frauen der reichen Frankfurter Juden dazu angehalten werden sollten, um nicht den Neid der Bevölkerung zu erregen, bitte ohne Schmuck auf die Straße zu gehen. Und da hat Rosenzweig gesagt, sie sollen das Zeug tragen, solange sie es noch können. Also er war vollkommen nüchtern in dem, was Antijudaismus hieß und was Antisemitismus hieß. Er hat nur gesagt, aber ich nehme mir auch, so wie Sie sich aus unserer Tradition nehmen, was sie brauchen können. Ich nehme mir von ihnen, was ich brauchen kann. Und von Luther kann ich dieses brauchen. Und das war gar nicht wenig. Ich würde auch sagen, das Interessante bei Rosenzweigs Luther-Rezeption ist vielleicht, gerade wenn man sich die Vorgeschichte der Luther-Rezeption insbesondere bei seinem Lehrer Hermann Cohen anschaut, sozusagen ein politischer Richtungswechsel, der sozusagen von der Apologie und von diesem Versuch, eine protestantische Vermittlungsfigur von Judentum und Christentum, was dann auch sozusagen unter dem Slogan Deutschtum, Judentum firmierte, zu sehen. Und Rosenzweig ist vielleicht einer der ersten, die sich auch theologisch tatsächlich mit Luther auseinandersetzen, während vorher tatsächlich eher sagen, eine Figur Luthers als Idealfigur im Vordergrund stand, gerade weil es darum ging, eine Brücke, eine Vermittlung zwischen diesen beiden Welten irgendwie herzustellen. Und bei Rosenzweig ist das Interessante, dass er das Terrain quasi wechselt und versucht mit Luther keine politische Antwort mehr zu formulieren, sondern eine rein kulturelle und halt so versucht zu zeigen, wie Luther selbst quasi hebraisiert ist, könnte man sagen. Er kämpft mit seinem Suchen nach Jesus Christus dagegen an, aber eigentlich bricht sich da schon etwas Bahn für Rosenzweig, was dann unaufhaltsam und Gesine Palmer hat darauf hingewiesen, sich Bahn bricht und das ist halt etwas, was halt tiefer liegt als Luther. Und Luther ist Sprache gefangen, aber es gibt etwas, was darüber hinausgeht und das interessiert ihn. Und insofern findet sich schon ein Paradigmenwechsel bei Rosenzweig, der über das bisherige Verhältnis von Deutschtum und Judentum weit hinausgeht. Also vielleicht sollte man trennen die politische Klarsicht, die Rosenzweig in Sachen Antisemitismus hatte,
so wie du eben erklärt hast. Und das übersetzerische und schriftstellerische und intellektuelle Interesse, das er in dieser Schrift dokumentiert und das er mit seinem Übersetzungswerk auch realisiert. Und wir sind natürlich gewöhnt, jemandem, der wissenschaftlich bestimmte Sachverhalte ignoriert, den Vorwurf zu machen oder uns zu fragen, warum erwähnt er sie nicht als Wissenschaftler, wo er sie doch politisch so klar sieht. Ich will ein anderes Beispiel geben, das mir das Problem noch zu erhellen scheint. Ludwig Geiger, der nun bekanntlich in der Goethe-Philologie eine herausragende Rolle gespielt hat und als Professor an der damals noch Friedrich-Wilhelms-Universität 1903 eine große Vorlesungsreihe über Juden in der deutschen Literatur ankündigt und auch hält, schreibt im Vorwort oder in der ersten Vorlesung äußert er sich zu der Frage, wie umgehen damit, dass in, zu diesem Thema man auf massive antisemitische Dokumente, Zeugnisse, Bekenntnisse stößt in der deutschsprachigen Literatur, auch bei Goethe bekanntlich. Und das Argument heißt, das wissen wir, das ist so, aber ich verkürze, aber das ist nicht das für uns Entscheidende. Er ist auch unser Goethe. Und weil er trotz seiner Jahrmarkt von Plundersweiler, Goethes Äußerungen in Dichtung und Wahrheit über das Frankfurter Judenviertel, das ist schon starker Tobak. Und die Argumentation heißt immer, das kennen wir sowieso. Wir wollen aber zeigen, dass wir als deutsche Juden der deutschen Kultur uns zugehörig fühlen und deswegen die philologische und literaturgeschichtliche Arbeit leisten, die unter anderem Geiger geleistet hat. Dass damit eine aus heutiger Sicht eine Bereitschaft zur intellektuellen und moralischen Selbstverleugnung einhergeht, steht außer Frage. Das ist eine Dichotomie, mit der wir konfrontiert sind, wann immer wir uns mit der Geschichte des Antisemitismus auseinandersetzen. Es ist nicht so, dass es ignoriert wird. Bei Geiger ist es so, dass er es erwähnt, aber er will sich dadurch von seiner Arbeit und von seiner Bewunderung für Goethe nicht fernhalten. Ich sage Ihnen nicht zu viel, wenn ich darauf hinweise, dass es einen sogenannten jüdischen Wagnerismus gibt, wo wir mit ähnlichen Phänomenen befasst sind. Warum habe ich dich jetzt wohl angeguckt? Ja, genau. Ja, na, ich habe immer eine andere Vermutung, also um noch mal eine Runde bei diesem Thema zu bleiben. Es hat schon auch was mit der grundlegenden Mentalität des Assimilationsjudentums zu tun. Wenn ich mich erinnere an das, was wenige Zionisten, vor allem aber sogenannte nationaljüdische Schriftsteller, wie Heinrich Grätz über Luther geschrieben haben, das ist dann doch ein bisschen schärfer und nicht so jubilatorisch irgendwie. Also das war schon, man kann auch fragen, also warum eigentlich die Juden im 19. Jahrhundert sich so sehr am Protestantismus orientiert haben, das war dann der Kampf gegen die Orthodoxie, die irgendwie automatisch als quasi römisch-katholisch angesehen wurde. Es schien Geistesfreiheit zu verheißen, aber ich meine, dann fragt man sich auch, und das wäre jetzt Gegenstand weiterführender philologischer Studien, ob die Probleme der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre, der Obrigkeitsglauben ganz zu schweigen von den Schriften über die Bauernkriege, die etwa Ernst Bloch, auch ein jüdischer Intellektueller, ganz anders bewertet hat, ob das gesehen worden ist. Gut, aber ja, Walter, und dann also, wollen wir öffnen. Ich will da mal etwas beisteuern aus meiner eigenen Vita. Ich bin ja im katholischen Bayern groß geworden
Und als ich ans Rabbinerseminar gehen sollte, da wurde ich dann damit konfrontiert, dass man im Ausland eben einen Bachelor haben musste, den es zu meiner Zeit, ich bin ja auch schon etwas älter, noch gar nicht gab in Deutschland. Und dann hieß es, ja, da musst du eben ein Vorstudium vorschalten. Ja? Und was könnte das sein? Und irgendwie, auch wegen der Länge der Zeit, habe ich dann mit dem Rabbiner hier in Berlin abgesprochen, na gut, dann machen wir Theologie, aber nicht katholisch, sondern evangelisch. Das ist nicht so, erschien einem gar nicht so christlich im eigentlichen Sinn, jedenfalls nicht, wenn Sie in Niederbayern groß geworden sind, ja. Und also bin ich dann also an die evangelisch-theologische Fakultät, um da 3 Jahre lang als Jude diese mir völlig unbekannte Spielart des Christentums kennenzulernen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das waren schon interessante Phasen. Ich kann mich entsinnen, die Luther-Vorlesung, ja, von Eilert Herms. Okay. Einem großen, also erstens mal ist Eilert Herms schwierig zu verstehen, das ist also so eine Art Gesamtkunstwerk, auch klanglicher Art, und dann war das eben auch noch ein Mann, ein Theologe mit psychotherapeutischem Background, würde ich sagen. Das heißt, da kam mir ein Luther entgegen, der war wahnsinnig faszinierend. Das war ein Mensch, der hätte also auf der Bank von Sigmund Freud liegen können. Und man merkte so richtig, wie da ein moderner Mensch sich herausschälte aus dem dunklen Dumpfen des Mittelalters, der so selbstkritisch mit sich umging, mindestens so selbstkritisch wie ein junger Mensch wie ich, und ständig von irgendwelchen Zweifeln geplagt war, am Stotternheimer Erlebnis etc. pp. Also man geht da, wird da durch das Leben dieses Mannes durchgeführt und sagt, wow, das ist ja mal toll, der stellt da alle möglichen Sachen in Frage, ob er nun überhaupt das Abendmahl halten darf, ob ein Mensch überhaupt in der Lage ist, solche Verantwortung wahrzunehmen und so. Also ich sage Ihnen, ich war total begeistert. Ja. Erst wenn man dann Leo Becks kritische Anmerkungen dazu liest, etwa im Wesen des Christentums auf gegen Harnack gewandt, dann merkt man, dass es eben auch einen ganz anderen Aspekt gibt, nämlich diesen, der aber nun auch wieder sehr stark geprägt war durch den Idealismus Kant und Hegel. Also das war jetzt sozusagen der jüdische Zugang im 19. Jahrhundert, der einem deutlich macht, ja, das ist also auch gefährlich. Ja, und es ist auf jeden Fall nicht das, was einen guten liberalen Juden faszinieren sollte. Und ich glaube, das ist das Spannende an diesem Luther, dass er so wenig fassbar ist. Und man kann ihn auch, also man kann ihn sozusagen wie ein Mantra nehmen, und im Luthertum ist er dann eben, hat er auch viele gute Seiten, aber man kann sich auch natürlich total negativ an ihm abarbeiten. Ja. Konnte, würde ich immer noch sagen, denn hinterher weiß man es besser. Von den Juden und ihren Lügen von 1943 beinhaltet bis auf die Vergasung alles und jedes, was die Nationalsozialisten exekutiert haben. Aber now the floor is open, bitte. Einwände, Fragen, ja, bitte. Ich traue mich mal. Ja. Sie kriegen ein Mikrofon. Ja. Also auf der Wartburg gibt es die Ausstellung Luther und die Deutschen. Da war ich in dieser Woche und habe mir vor allen Dingen die Vitrinen angeguckt, die erstmalig die Vulgata und andere Exemplare, die der Luther-Übersetzung vorausgegangen sind, die sich befinden im Staatsarchiv von Thüringen und von Sachsen in Dresden. Leider lagen da keine Lupen rum, die hätte man nämlich gebraucht. Man konnte dann nämlich sehen, ich habe mich sehr bemüht, dass all diese Vorgängerbibeln von Luther sehr sorgfältig gelesen worden sind, dass er die mit Anmerkungen versehen hat und dass er im Übrigen eine Sprache benutzt hat, die durchaus vorhanden war und nichts so genial Neuschöpferisches, wie ihm das die borussische Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts angehängt hat. Es war nämlich die Sprache der sächsischen Kanzlei in Meißen.
Genau. Und diese sächsische Kanzlei war unter den kurfürstlichen Kanzleien die beste, die berühmteste, deren Sprache auf den damaligen Reichstagen verwandt wurde und eine allgemeine Verbreitung für diese Dinge hatte. Ja. Nun hat ja Luther und sein Kurfürst eine berühmte Schlacht verloren, 1543, die führte zu der Gefangensetzung des Kurfürsten. Es führte dazu, dass er die Kurwürde verlor, und dann gab es, Gesine, das wird dich sehr freuen, eine Frau, die hat die lutherische Sache gerettet, und die ist bis heute von der Geschichtswissenschaft sowas von unterbeleuchtet, dass es einen traurig macht. Das war Prinzessin Sibylle von Kleve-Berg, die ja an diesen Johann Friedrich verheiratet worden war. Die machte einen berühmten Vertrag mit den Pomeranern, ohne die die sächsische Sache gar nicht hätte gerettet werden können. Und ein Herr Buggenhagen, der zum Kreis von Luther gehörte, machte auch wieder eine Bibelübersetzung. Und zu einer anderen Zeit meines Lebens habe ich mir die mal angeguckt und habe dann festgestellt, dass die deutsche Sprache zur selben Zeit zur Bibelübersetzung gemacht zu einer vollständig anderen Sinnhaftigkeit führt, weil die sprachliche Vorlage eine ganz andere ist. Hm. Jedenfalls der Verlust der Macht bei den Kurfürsten von Sachsen machte auch für Luther Probleme. Und Karl V. war nicht so unfreundlich und auch nicht so mörderisch, wie er hätte sein können gegen seine deutschen Kurfürsten. Und der unfreundliche Ton in dem Katalog da in Thüringen, der wäre wirklich auch mal untersuchungswert, ob der heute so angemessen ist im Jahre 2017. Jedenfalls, die Verbreitung der lutherischen Sprache in Form seiner Bibel war durch diese Machtverschiebungen doch reichlich aufgehalten. Und diese enorme Verehrung der Luther-Übersetzung ist ein Teil der borussischen Geschichtsschreibung, die aus dem 19. Jahrhundert kommt. Ja, nach der Preußischen Union von 1835 und nach dem Erbe von Luthers Gedenkstätten, die durch die Folgen von 1815 in die Hand der Hohenzollern geraten war. Und die haben dann großes Interesse daran gehabt, dieses Lutherbild zu erzeugen, das dann eine so unglückliche Wirkung hatte, bereits während des Weltkrieges, ja, in Form einer Kriegstheologie, in der Luther schon in der Form auftauchte, dass es geniale Vorlagen gab für die Alldeutschen, die Deutsche Nationale Volkspartei und den Nationalsozialismus. Und diese Zusammenhänge sind bis heute nicht hinreichend erarbeitet, außer durch einen jungen Mann, der 1965 in Berlin bei der Evangelischen Kirchlichen Hochschule eine Dissertation gemacht hat, Wilhelm Pressel, über die Kriegstheologie. Aha. Da taucht auch der von Ihnen zitierte Landesbischof aus Thüringen auf, sodass also die historisch-kritische Frage heute in diesen Zusammenhängen lauten müsste: Wie waren die deutschen Christen beschaffen im Hinblick auf ihre Vorgeschichte mit der Kriegstheologie, und wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass etwa 40% der evangelischen Pfarrer bekennende Christen waren und nicht Anhänger dieser anderen Sachverhalte? Genau. Also ich habe aber eine persönliche Frage, weil Sie ja wirklich mit der Sache sich beschäftigt haben. Was hat denn Rosenzweig 1913 veranlasst, sozusagen dem Judentum treu zu bleiben und sich zu diesem Zeitpunkt vom Protestantismus wieder abzuwenden? Welche Gedankengänge haben ihn dabei geleitet? Wenn wir das so genau wissen, das ist das berühmte Leipziger Nachtgespräch mit seinen Cousins, wo Rosenstock und Ehrenberg versucht haben, ihn von der Wahrheit, also des Christentums, zu überzeugen. Er war bereit, überzutreten, und aus seinen eigenen biografischen Schriften wissen wir, dass er gesagt hat, er wollte redlich sein. Wenn ich denn übertrete zum Christentum, dann nur als Jude. Mit der Folge, dass er bei den Yomim Noraim, den hohen Feiertagen des Jahres 1913, noch einmal in Berlin, ich weiß leider nicht, welche Synagoge das gewesen ist, in einen jüdischen Yom Kippur-Gottesdienst gegangen ist, was ihn so erschüttert hat,
dass er dann einige Tage später seinem Cousin Ehrenberg geschrieben hat, ich bleibe also Jude. Also es war wie der kleine Junge, der das Reklamheft liest, es war die unmittelbare Erfahrung des jüdischen Gottesdienstes in Berlin. Und man müsste noch mal sehen, ob man rausfinden kann, welche Synagoge und welcher Rabbiner das damals gewesen ist. Ja, das wäre schön gewesen. Ja, da ist noch eine Frage, bitte. Also meine also die Frage ist so zu zweit geteilt. Die erste Frage, wir haben eine Verdeutschung der Schrift, also Verdeutschung von einer hebräischen Schrift. Und gleichzeitig zu dem Leben von Rosenzweig gab es so eine Revitalization von dem Hebräischen. Und Hebräisch ist eine neue, lebendige Sprache, das nicht nur zionistisch zu verankert ist im Lande Israel, sondern von dem Haskalah in Osteuropa hauptsächlich eingeleitet. Ist quasi die Verdeutschung der Schrift eine Stellungnahme zum Deutschen, also wirklich als das lebendige religiöse Sprache, hat er das Deutsche bevorzugt als das moderne Hebräisch? Also das ist eine geschichtliche Frage. Und die Stellungnahme zum modernen Hebräischen und dem Haskalah-Hebräischen von Theologen, Philosophen wie Buber und Rosenzweig. Und die zweite Teil der Frage ist so ein What if? Wie würden Rosenzweig und Buber die Hebräisierung des Deutschen quasi sehen mit den ganzen Übersetzungen von deutschen Schriften, philosophischen Schriften ins Hebräische, und wie würden sie eine hebräische Übersetzung des Neuen Testaments vielleicht sehen? Also ich kann nur zum Ersten was sagen, und das ist nur psychologisch-historisch. Man muss sich einfach klar machen, dass Franz Rosenzweig ein deutscher Nationalist gewesen ist. Wenn man den Stern der Erlösung liest, dann hat er diese merkwürdige Dichotomie, die Juden als das Volk jenseits von Raum, Zeit, Nation, Territorium und Sprache, mit Ausnahme des sakralen Jahrs. Ansonsten sind alle anderen Völker und mithin auch die Juden da, wo sie leben, Mitglieder der Nationen, unter denen sie leben. Und als solche war Franz Rosenzweig im Unterschied zu anderen deutschen Juden ein entschiedener deutscher Nationalist. Und deswegen war die Verdeutschung der Schrift, genau so lese ich das, widersprich mir Christoph, die Lösung des Problems, dass man versucht, den hebräischen Sprachgeist so wiederzugeben, unter dem Einfluss von Stefan George, dass er nun auch den, ich sag mal so, ethnischen Deutschen bekannt werden kann. Und vielleicht ist es dann auch sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass da an der Luther-Übersetzung sich ja mehrere Rabbiner abgearbeitet haben, weil sie das auch als gefährlich sahen, dass zum Beispiel Juden die Luther-Übersetzung genommen haben, um ihre eigene hebräische Bibel wahrzunehmen. Und eine der Bibelübertragungen, die momentan am Abraham-Geiger-Kolleg eben überarbeitet wird, ist die von Ludwig Philippson, der dezidiert ja gesagt hat, ja, also wir müssen, wenn wir als Juden überleben wollen in unserer eigenen Identität, die Kraft der Luther-Übersetzung, die dann im 19. Jahrhundert eben doch enorm prägend gewesen ist, um der etwas entgegenzusetzen. Und auch da ist dieses Bemühen groß, wahrscheinlich sogar etwas harmonisierend darauf einzuwirken, dass das Hebräische deutlich wird, aber im Deutschen auch flüssig, eingängig. Eingängiger als jetzt in der Buber-Rosenzweig-Übersetzung. Aber ich glaube, es ist sicher ein Versuch der Identitätsbestimmung und der Rettung sozusagen der eigenen Traditionslinie. Gesine.
Also ich glaube, es geht hier auch bei mir so. Das, ja? Das war nur für Herrn Homolka. Mhm. Ja, also ich glaube, ich gehe mal auf die What-If-Frage zuerst. Ich glaube, damit hätte jedenfalls Rosenzweig überhaupt kein Problem gehabt und Buber, soweit ich weiß, auch nicht. Weiß ich aber nicht. Bei Buber kenne ich mich nicht so aus. Der hat ja nun in Israel gelebt und selbst Hebräisch gesprochen. Der wird schon nichts dagegen gehabt haben, dass deutsche Philosophen ins Hebräische übersetzt wurden. Rosenzweig hat ja selber auch das Neue Testament gelesen und er hat natürlich in diesen ganzen Briefen an Eugen und Gritli und so weiter immer wieder auch aus dem Neuen Testament zitiert. Ich kann mir insofern nicht vorstellen, dass ihn das in irgendeiner Form gestört haben würde. Ich nehme ihm schon ab, dass er sagt, Übersetzen muss gemacht werden und zwar immer und zwar dauernd und auch immer wieder neu. Das nächste, dieses mit dem Nationalisten, das ist einerseits richtig, nicht? Da gibt es alle möglichen Szenen, die das unheimlich bestätigen, aber zugleich gibt es wirklich eine sehr starke, sich auch im Übersetzungsprojekt zeigende Anstrengung zur Selbstbehauptung als deutscher Jude. Und ich bin nicht so sicher, also sie stand weniger in Konkurrenz zu dem Versuch in Israel eine jüdische Identität zu erzeugen, als bei Hermann Cohen etwa. Also er ist da schon, das hast du ja ziemlich deutlich mal ausgeführt, also dass er durchaus selber dem Zionismus zuneigt. Also da sehe ich eigentlich nicht so ein Problem. Eine ganz kleine Anmerkung zu diesem Archaisierenden und dem Sperrigen, das ist ja Konzept bei Buber und Rosenzweig. Und ich würde es nicht nur so sehen wie jetzt durch die Krakauer Brille, sondern ich würde schon sagen, dieses Fremde, das soll ja fremd klingen, das soll ja als Fremdes erscheinen. Und ich war selber ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Übersetzung, bis ich 2014 auf der großen Rosenzweig-Konferenz in Frankfurt gehört habe, wie eine Frankfurter Schauspielerin die ersten Absätze aus den Büchern der Weisung wirklich vertont hat. Das klang dermaßen gut. Ich habe gedacht, ich kenne das nicht. So gut klang das. Und es war so, also das ist wirklich eine Sprache, die zum Vertonen, zum Intonisieren gemacht ist und die dadurch wirklich, und das finde ich eigentlich eine große Leistung, dadurch völlig anders rüberkommt, als wenn man sie liest. Es gibt von Rosenzweig eine Kritik, eine Spinoza-Übersetzung ins Hebräische, genau, in der Klatskin. Sozusagen, genau, der Klatskin-Übersetzung, in der darauf hinweist, dass das quasi eigentlich sozusagen ein Verbrechen an der Sprache ist, dass man einer heiligen Sprache, die sozusagen nicht national ist und außerhalb des nationalen Kontexts steht und selbst nicht, wie er das ja Luther vorwirft, also einer Sprache, die selbst staatstragende Sprache geworden ist, dass man die zu so etwas macht. Und insofern gibt es da eine ganz klare Kritik von ihm an dieser Art von Übersetzung. Denn das Hebräische hat für ihn, und jetzt hat Gesine darauf hingewiesen, sagen Buber und Rosenzweig spielen immer mit den beiden Begriffen Verfremdung und Entfremdung, sagen die Verfremdung einer Sprache, also man kann nur aus dem Hebräischen in etwas übersetzen, andersherum eigentlich nicht. Und die Idee dahinter ist, dass sozusagen in Zeiten, in denen sagen, das ist der große Topos der Zeit, alle entfremdet sind von einem wirklichen, wahren Leben, von wahrer Beziehung, man eine Verfremdung entgegensetzt und durch diese Verfremdung, deswegen auch dieses, wie du es gerade beschrieben hast, auch dieses Gefühl, wenn man das liest, man fühlt sich fremd, man fühlt sich da nicht heimisch in dieser Sprache, genau diesen Effekt, der soll evoziert werden. Mhm. Genau über diesen Effekt sozusagen die Entfremdung der Moderne soll damit überwunden werden. Und das ist sozusagen dieses Spiel mit dem Hebräischen, denn das Hebräische hat eine Qualität gegenüber anderen Sprachen, die selber Nationalsprachen geworden sind. Es ist ewig. Es ist eine Sprache der Ewigkeit, in der sich sagen, etwas bahnbricht, was sich nicht mehr bahnbrechen kann, wenn sie denn Sprache eines Staates werden wird. Zumindest auch in Luther und die Schrift spricht Rosenzweig darüber. Und ich glaube, so kann man diese Anordnung ungefähr verstehen. Herr Hahn und dann Herr Söllner, bitte. Ja, danke. Ja, ich möchte gleich daran anknüpfen, an diese jetzt hier aufkommende Diskussion. Und zwar, wenn wir von dem Hebräischen oder von der jüdischen Sprachtradition sprechen, dann haben wir es ja immer mit einer schriftlichen und einer mündlichen Tradition zu tun. Und das ist ja etwas, was sehr stark auch in diesem Text Luther und die Schrift zu tragen kommt. Ich will nicht nochmal auf die heißen Backen des Schülers zurückkommen, aber diese heißen Backen
sind ja im Grunde genommen auch der Anlass für Rosenzweig zu sagen, er möchte mehr noch die Übersetzung an das Hebräische oder vom Hebräischen aus machen, weil damit die Möglichkeit gegeben wird, dass der Leser sozusagen durch diese mündliche Tradition oder das Mündliche im Text einen jeweils neuen Zugang ganz persönlich zu den Worten, zu den Sätzen findet. Ja. So ungefähr. Ich habe es nicht das jetzt genau wörtlich, aber Gesine, du wirst das Zitat genau kennen und vielleicht nochmal vorlesen können. Also ich möchte gerne wissen, und das ist meine Frage, ob dadurch nicht etwas in philologischer Hinsicht, in hermeneutischer Hinsicht, wenn man so will, in Gang gesetzt wird, was ganz wesentlich auch für uns heute interessant sein könnte. Gesine, du hast von der zwanglosen Universalisierung im Umgang mit heiligen Texten gesprochen. Vielleicht könnte man sogar sagen, eine Universalisierung im Umgang mit jeglichen Texten, indem man diese mündliche Seite immer nicht nur mitdenkt, sondern als neue Möglichkeit einer Befreiung des Textes aus der Erstarrung möglich zu machen. Das wäre also meine Frage an die Philologin, Frau von der Lühe, und an Gesine als Sprachdenkerin. Also ich will mal gleich auf den letztgenannten Aspekt eingehen. Das ist ja, was Rosenzweig da vorschwebt und was er in diesem, ehrlich gesagt, etwas missglückten Beispiel von dem Reklamheftchen lesenden kleinen Jungen, Idealbild jedes Gymnasialprofessors aus dem Wilhelminischen Gymnasium, was er sich da vorstellt, basiert auf einer Setzung, basiert auf einer Fiktion. Und das ist die Fiktion des Erlebnisses, des heiligen Schauers. Und das ist etwas, was in der Literatur- und Kunstgeschichte schon ziemlich viel Unfug angerichtet hat. Und wenn es über das, erlauben Sie mir, dass ich das jetzt nicht ausführe, aber der gesamte Geniekult, über den gleichsam eine Protosakralisierung großer Texte und ihrer Autoren, Autorinnen selbstverständlich nie, sich Bahn gebrochen hat und kanonisch geworden ist, das ist natürlich was aus heutiger Sicht, dem man aus heutiger Sicht einigermaßen skeptisch gegenübersteht. Aber im Grunde kommt dieser Gedankenfigur, dass das Buch der Bücher, die Stimme dieses Buches hörbar werden muss, sodass mehr passiert als religiöses Ritual oder Ergriffenheit von, durch eine Erscheinung, sondern dass es gleichsam zur Umkehr kommt und dass dem Übersetzer und der in der Übersetzung sich abbildenden theologisch-hermeneutischen Überzeugung aufgeladen wird, für dieses Erlebnis zu sorgen, das ist doch einigermaßen kühn. Ich verstehe, dass man den Rosenzweig'schen Text, Buber Rosenzweig'schen Text, sozusagen aus seiner Musikalität heraus und damit aus einer bestimmten Fremdheit heraus hören und schätzen kann. Aber es steckt, was Rosenzweig will in diesem Text, geht ja sehr viel weiter. Und ich habe das nicht zuvor, es steht mir gar nicht zu, das zu kritisieren. Aber eine gewisse Skepsis erlaube ich mir dann doch. Weil sozusagen die Inszenierung von Schauer, um nicht zu sagen heiligem Schauder, der durch Lesen und Mündlichkeit ist in dieser Hinsicht noch sehr viel anfälliger. Da stelle man sich dann eben nur das entsprechende Ritual davor. Das hat seine bedenklichen Seiten. Und ob es gelingt und ob es in guter Absicht gelingt, steht hier gar nicht zur Debatte. Aber skeptisch macht mich doch bei allem Respekt und bei aller intellektuellen Herausforderung, die man aus diesem Rosenzweig'schen Plädoyer ablesen kann, nämlich sorgt dafür, dass dieses Buch der Bücher mehr ist als bloßer nationaler Kulturbesitz.
Und ob das dadurch geschieht, dass man eine Übersetzungsanstrengung macht, durch die nicht nur ein ungewöhnliches Deutsch und nicht nur ein poetisches Deutsch, sondern auf weite Strecken ein nachgerade dunkel unverständliches Deutsch entsteht, naja, das hat nun Krakauer ziemlich aufgebracht. Und dem kann man was abgewinnen, auch wenn man Krakauers Kritik ein bisschen ungerecht findet, weil er natürlich das theologische Interesse gar nicht begriffen hat. Das interessiert ihn auch nicht. Ja, also ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich eine treffende Antwort zu deiner Frage finde. Was mir aber wichtig wäre zu sagen, ist, dass diese Mündlichkeit nicht einfach nur in dieser Schauererzeugung aufgeht. Das glaube ich eigentlich bei Rosenzweig gerade nicht. Dazu war er selber viel zu sehr des Sarkastischen mächtig. Ja? Also er konnte dermaßen hart sarkastisch sein, dass man eigentlich sich schwer... Also ich tue mich immer schwer mit dieser Vorstellung zu denken, dass er solche Schauererlebnisse besonders haben wollte. Was mir viel wichtiger erscheint in dem, was ich von ihm lese, ja, ist natürlich nur wieder ich, die das liest, aber trotzdem, also ist doch, dass er immer möchte, dass da sozusagen ein Gespräch aufbricht. Also bis hin das, was er, das er sagt ja gerade zum Beispiel, ja, also der Stern wird als ein jüdisches Buch gekauft, oder ich werde eingeladen, weil es ja so ein religiöses Buch ist, schreibt er dann mit CH, ja, und sagt, und dabei kommt es mir doch darauf an, die Offenbarung wieder unreligiös zu machen. Offenbarung ist eben nicht dieses Dogmatische, was man normalerweise mit Offenbarungsglauben in Verbindung bringt bei ihm, sondern Offenbarung ist zum Beispiel, wenn ich dir jetzt etwas zeige von mir oder etwas sage von mir zu dir, was du so noch wirklich nicht gehört hast. Das ist für ihn immer der Punkt. Diese Unverfügbarkeit, selbst noch in einem Brief, in dem dreimal das Wort Wortverwaltung vorkommt, vielleicht kann ich dann das Zitat kurz bringen, einfach um das sozusagen diesen Eindruck des heiligen Schauers so ein bisschen zu relativieren. Da schreibt er an diese Rosenstocks, sie haben ihm erzählt, sie gehen jetzt nicht mehr in irgendwelche Kirchen, die sie sich ausgesucht haben, das ist schon 1920, sondern sie gehen jetzt dorthin, wo sie zugeordnet sind. Und er macht sich furchtbar darüber lustig und findet das ganz furchtbar, weil er sagt, nun macht man sich im Protestantismus künstlich aus der reinen Verwaltungseinteilung, die doch nur um deren Willen geschaffen ist, die zu gleichgültig oder zu Herzensträge sind, zu wählen und auszusuchen, eine Art geistliches Verhängnis. Also das ist immer so, es gibt bei ihm immer diesen Ton, ja, indem er dann zum Beispiel auch sagt, und nur um jener Verteilung mit einer neuen Stärke willen durfte man jene Schwächung des Priesters zum Wortverwalter wagen, die der Protestantismus gewagt hat. Das Wort selber hat er schließlich, und das ist das, was du vorhin mit der Unverfügbarkeit gesagt hast, hat er schließlich ebenso wenig in die Gewalt des einzelnen Pfarrers getan wie der Katholizismus das Sakrament. Nur für jene bunte Mannigfaltigkeit des Ganzen um das Sakrament als die Außenwerke herumliegenden kirchlichen Lebens, wo der katholische Einzelne sehr viel Wahlfreiheit hat, für jene ganz visible Lebendigkeit gab Luther seiner Kirche zum Ersatz die invisible Eigenmenschlichkeit der vielen verschiedenen Wortverwalter. Da ist immer dieses Element drin, nicht so sehr das ganze große Wort mit dem heiligen Schauer, sondern das Lebendige ereignet sich genau zwischen dem jetzt Sprechenden und dem jetzt Zuhörenden, der dann hinterher widerspricht und wieder was anderes sagt und dann ereignet sich wieder was Neues. Das ist für ihn Offenbarung. Das ist sozusagen die Verbalität und das meine ich auch nur als etwas, was letzten Endes, ich habe nicht von Universalisierung gesprochen, sondern von Universalisierbarkeit. Also davon, dass man das zumindest versuchen kann, wenn man damit weiterdenken will. Dass er trotzdem das auch immer mit der heiligen Sprache hatte, dass er da seinen verschmockten Nationalismus hatte geschenkt. Das hat er alles, ja, das muss man auch nicht leugnen. Also Sie merken, die ersten Themen, wir haben noch zwei Meldungen. Die erste war von Alfons Söllner, bitte. Ja, ich konnte das Buch ja nicht lesen, aber ich bin sehr neugierig geworden. Meine Frage ist, wie tief sind die Autoren sozusagen in diese Konfliktlage von 1926 hineingegangen, die ja die Inkubationszeit der Frankfurter Schule ist. Also taucht Leo Löwenthal, der Freund von Siegfried Krakauer, auf, weil der sozusagen als Philologe der Frankfurter Schule aus dieser Alternative zwischen Kulturprotestantismus und jüdischer Neo-Orthodoxie, sage ich mal jetzt, das ist sicherlich problematisch, einen Ausweg sucht und, glaube ich, auch findet. Und das ist eine kritische
Literaturwissenschaft. Ja. Ich kann nur sagen, dass die Frankfurter, so viel ich weiß, Christoph Kasten wird noch was dazu sagen, von diesen Leuten überhaupt nichts gehalten haben. Also von Adorno ist das hämische Wort über Martin Buber überliefert, er sei ein Religionstiroler. Und das war dann nachgeahmte Substantialität. Kann man das mit Krakauer und Rosenzweig ähnlich sehen? Ich glaube, es ist ambivalenter, da Krakauer selbst am jüdischen Lehrhaus tätig war oder tätig sein sollte. Und es gibt da sozusagen verschiedene Episoden, auch sozusagen Briefe zwischen Krakauer und Rosenzweig, die teilweise nicht mehr erhalten sind, aber wo das ambivalente Verhältnis durchaus deutlicher wird, dass Krakauer selbst sich dem Lehrhaus verbunden fühlt und dann sozusagen eigentlich im Laufe der Zeit dazu eine kritische Distanz gewann, wie dann anhand des Briefes, den er mit Adorno und Löwenthal geschrieben hat, deutlich wird. Löwenthal wiederum hat Krakauer dafür kritisiert, für diesen Text, und hat ihn bezichtigt, dem Antizionismus der Frankfurter Zeitung sozusagen den Mund zu reden. Und insofern würde ich denken, es ist ein ambivalentes Verhältnis. Und noch eine interessante Episode dazu ist das Verhältnis von Adorno wiederum, der diesen Text von Siegfried Krakauer von 26 als so eine Vorgängerstudie des Jargon der Eigentlichkeit bezeichnet hat. Und das führt dann auch sozusagen zu dieser Diskussion nochmal zurück. Denn es ist insofern interessant, als Krakauer da schon etwas gespürt hat, was dann später in der Dialektik der Aufklärung und dann darüber hinaus bei Adorno durchaus zu einer Kritik ganz explizit an Rosenzweig geführt hat, nämlich der Frage, ob man denn in Zeiten einer Massenkommunikation und sozusagen einer kulturindustriellen Umstellung auf Massenkommunikation so etwas wie Adorno nennt das Pseudotheologie oder Kryptotheologie, überhaupt diese Sprache von Begegnung, und er nennt das auch eine Verfallssprache der Jugendbewegung, überhaupt eine Antwort sein kann auf eine politische Krise der Zeit. Und es gibt einen guten Aufsatz von Martin Jay, auch einer der ersten, die über die Frankfurter Schule geschrieben haben. Und er spricht davon, dass Rosenzweig endet, ich weiß nicht mehr, ob genau es im Luther-Aufsatz war, aber er spricht davon, gegen Krakauer wendet er das und sagt, die Sprache ist aktiv und die Zeit passiv. Und damit meint er nicht weniger als tatsächlich die Überzeugung, dass man quasi durch Kommunikation und Sprache der Zeit selber sozusagen etwas entgegenstellen könne. Und das ist halt bis Buber, bis zum Letzten seine Überzeugung, als er dann, glaube ich, 63 in Jerusalem selbst gegen Scholem bei der Fertigstellung der Bibelübersetzung entgegenhält, zu sagen, als Scholem davon spricht, das Gastgeschenk an die Deutschen, womit er die Bibelübersetzung Buber Rosenzweigs meint, zu einem Grabmal geworden, antwortet Buber, er spricht von der Selbstverleugnung des deutschen Volkes und sagt, das Gespräch geht weiter. Und sozusagen, das ist eine tiefe Überzeugung, und tatsächlich stellt sich mit Krakauer und Adorno die Frage, wie überzeugend das ist, mit Sprache dieser politischen Bewegung des 20. Jahrhunderts überhaupt begegnen zu können. Also im Jargon der Eigentlichkeit schreibt Adorno über Buber, Sprache wird mit Leuchtfarbe beschmiert. Dimitri Belkin, bitte, letzter Statement. Danke sehr, danke Micha, danke für die spannende Diskussion. Das ist vielleicht eher eine kleine Anmerkung, mit einer Erinnerung auch versehen, weil der geschätzte Verleger meines Buches damals in Philo, Europäische Verlagsanstalt, über Wladimir Solovyov, die Juden und die Deutschen, da ist. Und das ist für mich eine spannende Möglichkeit zu sagen, okay, so vor 10 Jahren brachte ich dieses Buch heraus über einen russischen Philosophen, Solovyov, die Juden und die Deutschen. Und da sind fast alle Protagonisten sozusagen auch in diesem Buch da. Und dann sagte mir, ich erlaube mir, wie Sie, Rabbiner Homolka, so eine kleine persönliche Erinnerung, der geschätzte Doktorvater, Professor Bayrau in Tübingen, Institut für Osteuropäische Geschichte, ein klassischer Sozialgeschichtler sozusagen der 68er Schule. Herr Belkin, der und der Theologe, den Sie untersuchen, wurde später ein prominenter Nazi. Die und die Anthroposophen, die Sie untersuchen, wurden später da und da aktiv sozusagen in den und den Bewegungen. Und was machen wir damit? Und das ist eine Frage, wie man diese Art Ideengeschichte erzählt. Und zu deiner Frage, Micha, was hat ja diese jüdischen Intellektuellen da angezogen, diesen Figuren? Warum Luther, warum Dostoevsky, warum Goethe, warum Solzhenitsyn, wenn wir jetzt diese deutsch-russisch-jüdischen Zusammenhänge nehmen? Ich glaube, da waren sozusagen diese eschatologischen Motive, die ganz interessant sind und die vielleicht eher nicht im deutsch-jüdischen, sondern im christlich-jüdischen Bereich liegen. Und mit dieser These sozusagen, es gäbe etwas in diesem überhaupt nicht politischen, sondern eschatologisch-religiösen sozusagen, was tatsächlich eine jüdisch-christliche Symbiose sozusagen anbietet. Ich glaube, wahnsinnig viele Leute in diesen 20er Jahren
waren ja in diesen Milieus aktiv. Und ich glaube aber, ein Schritt sozusagen von diesem Theologischen zum Politischen, den Leute wie Peter Ellie Gordon mit seiner Monographie inzwischen vor 7 oder 8 Jahren erschienen über Heidegger und Rosenzweig in der Weimarer Republik, das sind so Schritte, die notwendig sind, auch ideengeschichtlich zu machen sozusagen. Gewissermaßen versteht man dann auch besser den 9. November, deine hypothetische Frage, aber auch diese 20er Jahre. So, das habe ich als eine Frage, die zum Teil noch offen bleibt, empfunden, aber die Diskussion fand ich sehr, sehr spannend. Danke. Eschatologie als Problem. Ja, da müssen wir jetzt weiter diskutieren, können wir aber nicht. Oder wenn, dann bei einem Glas Wein, zu dem uns noch einmal vielen Dank unsere Verleger einladen. Und Ihnen darf ich für die rege Beteiligung und Ihr aufmerksames Zuhören sehr herzlich danken, ebenso wie unseren Podiumsteilnehmern für Ihre Beiträge. Und by the way, da hinten liegen diese Bücher. Kaufen Sie sie, studieren Sie sie mit Frage auf, ob uns Eschatologie heute in irgendeiner Weise noch was zu sagen hat. Hoffentlich nicht. Vielen Dank.